Freunde, was geht ab? Ich bin's Tim. Willkommen zum neuen Podcast. Heute ist Trimax Gast. Wir werden über einige Dinge sprechen, über den Zustand der Videospielindustrie vor allem über diese ganzen Sachen wie Pack-Openings und Glücksspiel auf Twitch. Wir werden ansonsten noch sprechen über ein paar Dinge aus Trimax Privatleben. Ich muss sagen, super interessanter Typ. Ich gucke gerne seine Videos, jetzt vor allem seit der FIFA-Zeit. Mit dem FIFA-Experiment habe ich angefangen, Trimax noch ein bisschen härter zu verfolgen. Ich dachte am Anfang selbst, okay, das ist halt so ein typischer 0815 Almo-Streamer, sage ich euch ehrlich. Aber ich muss sagen, ich finde den Jungen hammermäßig. Also ich habe den echt lieben gelernt und gucke mir auch mittlerweile gerne seine Videos an. Top-Typ, wirklich. Also auch die Dinge, die er macht, sind ganz interessant. Und man kann von dem jungen Mann sehr, sehr viel lernen. Deswegen viel Spaß beim Zuhören, Freunde. Vielen Dank an Blinkist, die den Podcast heute wieder sponsern. Und zwar habt ihr bei Blinkist über 3500 verschiedene Sachbücher, die ihr in 15 Minuten euch anhören oder durchlesen könnt. Die ganzen Sachen sind so zusammengefasst, dass vor allem die ganzen praxisrelevanten Dinge, also was ihr in eurem Leben tun könnt oder wie ihr Dinge neu betrachten könnt und neu denken könnt, auf genau das, auf das Wesentliche sind sie zusammengefasst. Falls es für euch was Interessantes ist, ihr habt dieses Mal 25% Rabatt auf euer Jahresabo, falls es für euch interessant ist. Viel Spaß. Digga, fette Props, geht raus an kein Konzept, Digga. Ich war in Quarantäne daheim, ich habe mir die ganze Zeit durchgesucht, mir ging so kacke. Und es hat so viel Spaß gemacht, Digga. Auch deine, du bist dann dort. Hä? Was? Der muss sich echt viel reinziehen. Ja, aber der kriegt die doch geschickt, die Clips, oder? Ja, trotzdem, wie viel kriegt der geschickt? Glaubst du, der Wenn ich sage, yo, schick mal was Witziges zu, kriegst du eine Million Scheiße. Das ist trotzdem immer, übelster Krampf. Also da würde ich sie fast sogar lieber selber raussuchen, als die Leuten zu sagen, schickt mir was zu. Das ist immer, wenn man mit Community spricht, hofft man, dass man so an diese 20% spricht, die so weißt du, einen fühlen und so richtig nice in Shit schicken. Und der restliche 80% schicken halt wirklich nur so Müll. Ja, ja. Glaubst du, der hat dann so wie Monte, so 7 Pornos offen hat auf seinen Displays, hat er dann so 8 Streams offen und cuttet sich die ganzen Sachen gleichzeitig raus? Ich glaube nicht. Das ist so ein Laptop einfach nur. Hugo hat doch immer auf einem Ding geschnitten, auf einem iPad, ne? Ja. Schon krass. Ja. Also hungriger Hugo ist auch, also hungriger Hugo und kein Konzept, Digga. Ich feiere die beiden sehr. Das ist sehr, sehr nice, was die machen. Ja. Weil sie auch was Neues machen. Sie machen ja nicht nur Highlight, sondern editieren auch noch was dazu. Und das ist einfach das Geile dabei. Weißt du, was ich aber feiere? Ist, dass die, was ich nice finde, ist, dass sie vor allem diese ganze Twitch-Bubble zusammenbringen. Also ja. Ich habe noch nie so einen einheitlichen Vibe gehabt, dass wir so ein Riesenteam ist, ohne die beiden. Ja. Also so dich zu sehen, Revi zu sehen, Nico zu sehen, Sascha zu sehen, Reefed zu sehen, Kevin zu sehen, Elotrix zu sehen, Monte zu sehen und sorry, jetzt wenn ich nicht jeden nenne, aber ey, das ist alles so nice, Digga, ist so nice. Vor allem bei diesen Flaggenvideos, Bro. Ey, unendlich Inhalt. Stellt ihr euch da dumm oder ist es for real so? Ja, ich war auch, so viele Leute wollten Flaggenquiz. Ich kenne vielleicht 5 Flaggen. Aber scheiße, mich raus. Du bist aber kein dummer Typ, Digga. Nee, aber sowas interessiert mich gar nicht. Oder wo sind Flüsse und Berge oder sowas? Da bin ich auch so raus einfach. Oder Danny, der dann sagt, hey, ich dachte, Griechenland ist unter Frankreich. Ja, Dannys größte Ehre, mein Ich bin da einfach schon raus, auch bei FIFA zum Beispiel. Sag ich immer nur, oh, ein Land, da sag ich gar nicht, da versuche ich gar nicht irgendwie mir auszudenken, was das sein könnte. Es ist nur falsch und es ist einfach ein Land und dann zack, geht's weiter. Hey, Digga, das ist so nice. Da müssen wir auch ganz kurz laufen. Können wir so loslegen, oder? Ja, lass uns einfach so jetzt loslegen. Wir können auch das Ding da reinnehmen. Ey, Freunde, was geht ab? Max ist hier. Wir werden heute einen richtig fetten Podcast drehen. Wir haben jetzt eigentlich uns gerade schon verquatscht, aber ich weiß nicht, ob wir das Haus einfach rein, Digga. Ich mag das eher am besten, wenn ich das Gefühl habe, Kamera läuft nicht. Ich glaube, wir hassen beide Kameras ähnlich sehr. Ja, Aufnahme ist immer schwierig. Live geht, Aufnahme ist schwierig. Ja, weil du das Gefühl hast, du redest mit jemandem. Ja, ja, genau. Da kriegst du auch direkt Feedback vom Chat und sowas. Das geht immer. Ich habe so einen Tick, ich muss immer, also wenn ich immer irgendwie hingucke, wenn ich alleine drehe, brauche ich immer entweder Maverick oder Timmy da, ja, damit ich mit einer Person rede im Video, nicht der Kamera. Okay. Also ich hasse das, alleine zu reden, also vor einer Kamera. Stimmt, aber was dann auch blöd ist, eine Aufnahme, und da hast du irgendwie so ein 30-Mann-Team hinter, 5 Kameramänner, und da musst du irgendwie was sagen, das ist auch bescheuert immer. Da pisse ich mir nur in die Hose, Digga. Also wirklich, das ist mir todesunangenehm. Wir haben heute eigentlich übel viel Sachen. Wir haben auch, wir beide kennen uns, glaube ich, jetzt wirklich erst so richtig, als du FIFA gemacht hast und als wir Among Us hin und wieder gezockt haben. Stimmt. Und ich hab mir so viel Stuff jetzt reingezogen, vor allem auch in meiner Quarantäne und so. Also, was mich interessiert, Digga, ist, wer bist du ohne Stream? Also, was hast du vor dem Stream gemacht? Du hast Wirtschaftspsychologie, glaube ich, studiert, 3 Semester lang, hast du mir erzählt. Ja. Aber was wollte Max werden? Was hast du gemacht? Ich habe auch gehört, du hast dich früher irgendwie geschlagen und hin und wieder gebombt und so Stuff. Also, erzähl mal, Bro.
ja, so zwischen, was war das, 17 bis 19, 20, da war halt brutale Partyzeit immer am Wochenende. Echt? Ja, immer, also jedes Wochenende zweimal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber geil. Ja klar, die Phase hat doch jeder, aber ist gut. Also ist auch super viel Scheiß passiert, aber ist man auch froh, dass man es durch hat, dann ist jetzt das Bedürfnis nicht mehr so da. Achso, aber dicht und dann halt ein Homie hat Stress und... Ja, genau, sowas. Aber Max und Maverick, ihr werdet beide so zwei stabile Jungs, die ich immer gerne dabei gehabt hätte beim Feiern. Ja, es war... Kam auch nicht von uns, aber es sind halt super viele Leute aggressiv. Und eigentlich musste man aus dem Weg gehen, haben wir da nicht gemacht. Und dann gab es da ein paar Reibereien, ja doch. Was heißt Reibereien? Ja, weiß ich nicht. Wir hatten auch immer so halt Ausländer dabei und dann haben die ganz normal getanzt und dann kamen irgendwelche, weiß ich nicht, Nazis auf den Kiez und gesagt, jo, hier tanzt man nicht, das ist unsere Tanzfläche. Und dann haben sie irgendwie direkt eine Bombe gegeben und dann ging es halt direkt los. Weißt du? Dann muss man natürlich... Dann muss man loslegen. Richtig, dann das geht natürlich nicht, klar. Ekelhaft, Digga, ekelhaft. Ja, nee, aber dann springst du für deine Freunde ein. Das ist eine sehr gute Sache. Jetzt hier, guck mal, fangen wir hier schon an mit so glorifizierten Prügeleien mit Max, Alter, reden darüber, über die harten alten Zeiten. Nee, aber ich finde es voll interessant, weil es macht dich halt irgendwie nahbarer. Weißt du, ich gucke die Sachen an, ich finde dich übel sympathisch auch und ich gucke mir gerne deine Sachen an. Danke. Aber ich frage mich dann immer so, okay, wie ist der Typ privat? Also hätte ich jetzt nicht gestreamt, das ging schon, jetzt auch schon, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, es ging schon so mit 15, 16 los, da wollte ich zur Bundeswehr. Das hat auch alles schon geklappt. Du wolltest ja Offizier werden. Ja, genau, Offizierslaufbahn, 12, 13 Jahre. War auch alles gut, super auf den Test vorbereitet, war auch alles nice. Was am Ende dann nicht gereicht hat, war der Notendurchschnitt vom Fachabi, war glaube ich 2,5. Da haben die gesagt, nee, dann nehmen wir lieber einen anderen. Ja, ist okay, also. Die haben jetzt gesagt, mit dem Schnitt hättest du das Studium nicht geschafft, aber genauso wie in der Schulzeit, als auch dann beim Studium danach, ich habe dann privat studiert, war es Fächer, die fand ich geil, die fand ich wichtig, da habe ich dann Gas gegeben und einige Fächer, keine Ahnung, in der Schule war es zum Beispiel Chemie, so, also weiß ich ganz genau, das wähle ich ab, das werde ich machen oder Französisch, so, das habe ich jetzt gar nicht gefeiert, das wähle ich ab, da muss ich mir jetzt gar keine großen Mühen geben und dann, keine Ahnung, jeden Montag einen Vokabeltest. Scheiß Französisch, Digga. Und dann einfach so 15 mal 0 Punkte einfach als Vokabeltest. Ja, so toll. Ist egal. Hast du das im Fachabi oder was? Nee, das hatte ich, glaube ich, bis zur 11. Klasse, okay, oder sowas. Ja, genau. Und das war auch erst, was ich abgewählt habe. Ja. Und immer Fächer, die waren geil, die fand ich gut. Bio fand ich geil, Englisch, nice, war wichtig. Ich hatte Sport-Abi, das heißt noch Sporttheorie, Sportpraxis. Ah, geil. Ja, hattest du Bio auch als Vierstünder? Ich hatte das sowas gar nicht, aber ich hatte das da. Hauptfach oder Nebenfach? Hauptfach und ja, ich Prüfung. Hatte auch Sport und Bio. Ja, genau. Geil. Genau. Das fand ich mega nice, aber was machst du mit Bio? Wusste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll dann. Genau, da wollte ich zur Bundeswehr und dort studieren, aber dann haben sie mir nur Studienfächer gegeben, wo ich keinen Bock drauf hatte. Dann meinte ich, okay, studiere ich erstmal privat, komme danach vielleicht nochmal wieder. Aber dann ging es schon mit dem Stream los. Vielleicht war ich da 20, glaube ich, ein halbes Jahr studiert gehabt. Was hast du studiert? Wirtschaftspsychologie? Wirtschaftspsychologie. Wieso das? Also ist ein ultra geiles Fach. Macht mein Bruder jetzt auch gerade, der geht da gerade auch übel ab. Das ist super nice, was man da lernt. Das ist, was interessiert dich da, der BWL-Teil oder der Psychologie-Teil? Der Mix aus beiden. Ich hätte jetzt den Schwerpunkt genommen auf Marketing und Werbepsychologie. Das war... Ja, guck mal hier, Werbe- und Konsumpsychologie. Ja, genau. Das fand ich auch ultra interessant. Das hat auch nicht gereicht. Was hatte man? 4 Stunden in der Woche, ich glaube einen dicken Block, einmal die Woche, ja. Da kommst du ja nicht großartig voran. Und dann ging das Ganze langsam so halt auch mit YouTube los, wo man auch vieles schon direkt anwenden konnte. Und dann gab es ja dazu noch super viel Marketing und Psychologie in Social Media und YouTube und alles mögliche. Habe ich mich da ultra reingefuchst in jeden Podcast, in alles mögliche, Bücher gekauft und alles. Das dann in der Praxis angewendet und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann war irgendwann gar keine Zeit mehr fürs Studium. Zuerst nur Klausuren verschoben, dann ein bisschen was aufgespart, dann weniger hingegangen, dann Urlaubssemester und dann war ich quasi gezwungen, ganz abzubrechen. Obwohl es übel Spaß gemacht hat. Wirtschaftspsychologie, Psychologie, Einsen geschrieben, 1-3, das war alles geil. Recht und sowas, alles, das fand ich jetzt auch nicht geil. Dann war es halt kein 3-0. Buchhalter, Junge. Ja, genau. Genau, so wissenschaftliches Arbeiten und das war auch ein Krampf und so. Ja. Aber hier, also Real Talk, wenn ich dann so einen Müll höre, wie du hast 2,5, du kannst nicht das machen, was du willst. Ihr seht,
Wenn du das machst, was dir Spaß macht, Digga, und du eine Faszination hast in der Sache, mhm, dann vergiss die ganzen anderen Noten, die du geschrieben hast in Fächern, die dich nicht interessieren. Such dir das aus, was dich interessiert, ja, und du wirst dort brillieren, Alter. Und man sieht es an dir jetzt, du hast es nicht nur gelesen, das finde ich gerade hochspannend, eigentlich gar nicht damit gerechnet. Du hast jetzt gesagt, okay, du willst Wirtschaftspsychologie machen. Dieser Konsumenten- und Werbepsychologie-Teil hat dich super interessiert. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, okay, ich möchte das anwenden. Und was hast du da jetzt dir selber beigebracht, was du gesagt hast, okay, das konntest du jetzt erfolgreich anwenden mit deiner Persönlichkeit, sodass das halt erfolgreich geworden ist? Weil das ist schon krass. Da gab es super viele Sachen. Das sind so super Kleinigkeiten, wo ganz viele Streamer und YouTuber was auf der Strecke lassen. Zum Beispiel, ich hatte zweimal das exakt gleiche Fortnite-Turnier. Genau gleich. Alle Anmoderationen, alle Spieler gleich, Preisgelder, das ist alles gleich. Da hatte ich nur einmal am Anfang des Videos gesagt, nächste Woche ist nochmal, wenn euch das gefällt, abonniert den Kanal oder followt auf Twitch, sowas. Ne? Es war 1:1 gleicher Inhalt. Das eine Video hat irgendwie 450 Abos gemacht, das andere über 4000 mit einem Video einfach nur. Und davon gibt es einfach unfassbar viele Sachen, die man in der Praxis anwenden kann. Und das hilft halt wahnsinnig. Ne? Das ist wirklich nur so ein kleiner Nebensatz, dass es nächste Woche nochmal kommt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und es ist der gleiche Inhalt, wenn ich einfach nur die Videos raushaue, ich sehe das auch oft so, manchmal denke ich, ach scheiße, diesmal im Intro vergessen oder sowas, sieht man das direkt. Du sagst dann quasi, okay, Call to Actions sind wichtig, ist wichtig da so eine... Nicht zu viel, auf gar keinen Fall, manche machen dann da so 8 Dinger hin, das ist auch richtig scheiße. 3 Minuten Video, abonniert mich auf Instagram, abonniert mich noch auf Snapchat. Auch ganz schlimm, wenn das einige machen, da transferiert dann gar nichts mehr, da kommt gar nichts mehr rüber dann. Nee, damit schalten die eher wieder ab. Und... Was war so dein Gedanke, Digga? Also damals, ich meine, mit 20 Jahren, du bist was bis 95? 94. 94? Okay, bist ein Jahr älter als ich. Aber Digga, also damals, wenn du dann mit 20 angefangen hast, dann weißt du ja, damals ist es so gerade am Kommen gewesen. Es war jetzt nicht so ganz klar, dass man damit richtig Geld verdienen kann. Mhm. Was war so die Leidenschaft dahinter? Ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du gesagt hast, oh, ich werde jetzt rich und ich mache das. Nee, das gar nicht. Das war, dass ich das in der Praxis anwende. Damit bin ich nicht direkt in YouTube und Twitch reingestartet. Erst bin ich noch reingestartet, damals als allererste Game Clash Royale. Das gab es noch nicht in Deutschland, gab es nur in Kanada Softlaunch, habe ich gespielt. Keine Ahnung, vielleicht auch 25, 30 Euro reingesteckt. Als Student hatte man halt nicht mehr viel Geld. Ne? Da musst du erstmal kanadische Dollar irgendwie und dann da das iTunes-Guthaben irgendwie transferieren. Und das, genau. Und habe das gezockt, war relativ weit oben. Also ich war, was war ich? Ich glaube, Top 30 Deutschlands, obwohl ich das niedrigste Level hatte von den Top 30, die dabei waren, hat mein Freund, wir haben zu 6-7 gezockt, auch dort Tipps gegeben und habe immer, falls gegen die gemacht, gewonnen, habe denen gesagt, das kannst du da und da besser machen. Und das Game hat ultra Spaß gemacht, ich war sehr gut drin. Und dann dachten wir irgendwann mal, ja, dann können wir das ja mal eventuell streamen, das auf Twitch. Da gab es schon Twitch-Streams. Der größte englische damals war Phonecats, ich glaube, der streamt immer noch, der hatte irgendwie 58 Zuschauer auf Englisch und in Deutschland gab es den größten Streamer mit 13 Viewern und dann kam dahinter nur einer mit 7 und 6 und hatten alle anderen 0. Also das war wirklich gar nichts. Da war ich eingestiegen, dann der erste Stream, habe ich halt selber meinen Stream geöffnet und mein Bruder, aber der hat nicht geguckt und dann hast du halt 0 Zuschauer und dann musst du halt, falls jemand einschaltet, musst du ja Programm machen. Ganz weird. Haben sich ein paar Leute zu mir verlaufen, weil ich halt ein hohes Ranking hatte für mein Level. Und es waren nur ganz, ganz wenige am Anfang. Keine Ahnung, 5 Leute da irgendwie unterhalten, ja. Aber die Tipps, die ich denen gegeben habe, fanden die ultra geil und konnten das auch anwenden und haben dadurch einfach, konnten viel besser spielen, fanden es geil, haben es deren Freunden empfohlen. Und so hat sich das dann hochgeschaukelt, dass ich dann auch die Highlights auf YouTube geladen hatte. Und es waren dann im ersten Jahr direkt 500.000 Abonnenten. Nur mit Clash Royale Tipps. Also da war noch null Unterhaltung, gar nichts. Da war ich dann einfach wirklich nur der Pro mit den Tipps. Und heutzutage genau das Gegenteil. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Nämlich, ich glaube, dass das ein Teil von deinem Erfolgsrezept ist tatsächlich. Aber ich will es dir nicht vorwegnehmen. Ich finde es so voll witzig, wenn man in seinem Kopf so eine Struktur hat mit Dingen. So, ich habe, weißt du, ich hab so meine ganzen Fragen und Sachen, die interessant sind, aber es ist so, sein Lauf nimmt jetzt gerade in eine andere Richtung. Mhm. Was wollte ich sagen? Ich glaube, was bei dir... was mir verdammt sympathisch ist, das habe ich auch Nico gesagt, als ich euer Event geguckt habe mit Amar, Nico, Sascha, ist, dass du bist für mich wie so ein ewiger Anfänger, mhm, aber im positiven Sinne, weil du bist dir nicht zu schade, eine neue Herausforderung zu nehmen. Ja. Du gehst boxen, ja, du machst die Fitness-Challenge, du machst Clash Royale, da machst du FIFA, da machst du Pokémon
Und wenn ich jetzt ein Zyniker wäre, könnte ich sagen, okay, was bleibt übrig von Trimax, wenn er keine Packs aufmacht? Mhm. Ja, wenn ich ein Arschloch wäre. Mhm. Dann würde ich jetzt aber sagen, dieser Anfängerspirit, von dem sich jeder was abgucken kann. Und es ist zu sagen, okay, ich mache eine neue Sache. Ich muss nicht der Beste darin sein. Mhm. Und ich glaube, das ist für den Zuschauer auch richtig geil, weil ich komme jetzt mit diesem Pokémon-Nostalgie-Hype, ja. Ich habe jetzt vielleicht dann nicht Logan Paul geguckt, aber guck dich an und dann sage ich, ey, okay, der Typ greift jetzt eine Nostalgie auf in meinem Leben oder eine Frage, die ich mich schon immer gefragt habe bei FIFA, wie rigged ist dieses System, als wir uns darüber unterhalten haben, was ist jetzt denn wirklich die Wahrscheinlichkeit für eine Icon oder so? Mhm. Ihn, by the way, gefüttert hier, ich habe so ein Ding gesagt, so Maverick, ich fütter dich jetzt, ne? Und dann habe ich ihm haben wir Packs gekauft und dann habe ich ihm ein Pack aufgemacht da mit ihm und dann hat der Ding gezogen. Was hast du gezogen nochmal? Eusebio. Mhm. Aber den guten Icon, nicht den genau, der Baby, der bessere Werte hat. Dass du uns so inspiriert. Und da siehst du mal, das Verzwickte an dieser Situation. Also ich finde, dass das ist eine Sache, also ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber ich glaube, dass das, also für mich, wenn ich dich jetzt in Anführungszeichen sagen müsste, warum ist Trimax so erfolgreich, ist dieses Anfängerding. Mhm. Du bist extrem sympathisch. Man guckt das an, ist diese Mischung aus bisschen Lost sein, mhm, was super sympathisch ist. Also du wärst wie so der beste Freund, den sich jeder wünscht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Danke. Ja, also nein, ich sag's dir ehrlich, also ich feiere das sehr. Aber du auch bei diesem Event, Digga, keiner, ich glaube, da haben dich Leute unterschätzt, auch mit der Sportlichkeit, mit dem Ehrgeiz und so. Du gehst zwar hin, du bist Anfänger, aber du machst rapide Fortschritte. Mhm. Du bist dann immer besser. So. Ich hatte ultra Glück, so auch der große Minecraft-Hype damals. Guck mal, jeder spielt das. In meiner Community, 90% in meiner Community haben schon mal Minecraft gespielt. Ich hatte es nie gespielt und dann zocke ich das zum ersten Mal und kann mir nicht mal ein Schwert craften. Haben die Leute ultra gefeiert. Oder auch die FIFA-Community gibt es ja jetzt ja auch schon seit Jahren. Eine riesen Community. Ich habe es nie vorher FIFA gespielt und gehe dann da rein als Noob. Zwar als Noob, aber dann übel Pay to Win. Und die Kombo feiern die Leute auch. Und ganz wichtig ist halt auch, dass es mir halt todes viel Spaß macht. Also das sehen die Leute dann auch. Ja, ja. Ich streame jetzt 3 Stunden, auf einmal ist scheiße, es sind jetzt 11 geworden. das ist so die Kombi aus dem Ganzen, glaube ich, ja. Ja, ich finde es eine extrem interessante Kombi, weil auf der anderen Seite auch dieses, okay, Trimax macht Packs auf und macht Pay-to-Win. Jetzt würde ich dich fragen, okay, ist das Teil deines Erfolgsrezeptes? Weil eigentlich könnte ich jetzt sagen, wenn ich ein Arschloch bin, Monte hat Casino gestreamt, war extrem erfolgreich damit. Mhm. Jetzt kommst du, streamst FIFA, ist im Endeffekt Casino. Jetzt kommst du, streamst Pokémon-Karten aufmachen. Ich habe gerade meine Yu-Gi-Oh!-Karten dir gezeigt. Ich mach's auch, weißt du, was ich meine? Also so, das ist im Endeffekt ja auch eine Art von Glücksspiel. Mhm. Die Artworks und so sind auch geil. Weißt du, man kann das trotzdem enjoyen, genauso wie man FIFA enjoyen kann. Und dann Clash of Clans und Clash Royale ist, glaube ich, auch viel Lootboxen und Pay-to-Win. Clash Royale auch Pay-to-Win und Lootboxen. Clash of Clans Ultra Pay-to-Win, aber keine Lootboxen. Und jetzt ganz neue Clash Quest, auch direkt durchgepaid. An Leute auch sehr gefeiert, hat auch 4.000 Euro gekostet. War auch Lootbox-System, ja. Und jetzt frage ich mich, du sagst dann immer, ich kenne es, du sagst immer, ey, übel der Scam, macht es nicht, voll der Scheiß, ich mache das Experiment, ich zeig's euch. Aber ist es so, dass du jetzt eigentlich, du machst aufmerksam darauf, dass es ein Scam ist? Mhm. Und jetzt sagen dann die Leute immer, okay, du bist ja aber selber süchtig dadurch oder bist du selber süchtig dadurch geworden? Also, das ist immer die Sache. Also, Schon eine spannende Frage. Es ist eine sehr gute Frage. Das macht mir schon verdammt viel Spaß. Ich habe noch nie Offstream was aufgemacht, wo man denkt, ja, ich brauche eigentlich nur noch hier, keine Ahnung, 20 Mal den Packer, könnte ich jetzt auch für 100 Euro nochmal kurz aufmachen, dann hätte ich den, kann eine Runde auf dem Klo daddeln und dann habe ich ihn auf einem höheren Level. Also Offstream habe ich nie was aufgemacht und es kommt ja meist, nicht immer, aber es kommt immer auch halt durch die Videos und die Streams gut wieder was rein. Manchmal bin ich halt in der Folge Minus, aber dann hast du trotzdem den Abonnenten- und den Follower-Zuwachs, der ja auch einen Wert hat. Also das geht am Ende dann immer schon wieder ganz gut auf. Es ist schwierig zu sagen. Ich habe mir in Pokémon auch eine klare Grenze gesetzt. Ich habe schon gesehen, als du dieses Opening von Standardskill gesehen hast, das warst du so, oh, eigentlich muss man schon dabei sein. Aber 25.000? Boah, eigentlich. Das ist schwierig. Auch die ganze Neo-Reihe oder jetzt auch das Base-Set, wo ich gerne einen Booster bekommen würde, machen wir dann höchstens mit einem Sponsor. Keine Ahnung, dass er die Hälfte übernimmt und dann ist das ja trotzdem ein geiles Live-Event, dann geht das auch wieder. Aber bin ich... Sehe schon in deinem Gesicht. Bin ich süchtig nach dem Ganzen? Also wenn wir das jetzt, keine Ahnung, Twitch verbietet auf einmal FIFA und Clash Royale, Pay-to-Win oder sowas,
könnten wir die Games ja auch so zocken. Wir hatten ja auch schon mehrere Free-to-Play-Challenges, wo wir gesagt haben, jetzt geben wir diesmal gar keinen Cent aus und versuchen, so schnell wie es geht, voranzukommen in Clash of Clans. Haben wir auch 6 Monate durchgezogen, war auch eine wahnsinnig geile Serie. Oder auch in Clash Royale genau das Gleiche, auch alle Free-to-Play-Accounts, auch das kam mega gut an. Hat dann seinen ganz eigenen Reiz, was dann auch andere Leute geil finden. Aber ich bin mir sicher, dass auch bei Pokémon oder auch bei FIFA Leute nur zuschauen, weil sie genau wissen, ich hau da jetzt Geld rein und kann dadurch was Geiles kriegen oder halt nicht was Geiles, was denen eigentlich egal ist. Wenn ich jetzt eine krasse Icon ziehe, die ich dann spielen möchte, juckt es vielleicht einige Leute, die da zuschauen, gar nicht, weil die einfach nur diesen Glücksspielaspekt sehen wollen. Wobei, wenn wir ein paar Packs aufmachen, wollen wir vielleicht 50.000 Zuschauer, danach gehe ich mit den neuen Spielern ins Game, aber vielleicht bei 45.000 live zu schauen. Also ein paar Leute schalten dann ab, wenn nichts mehr geöffnet wird. Aber so viele sind das nicht. Aber macht trotzdem, ist auch ein Aspekt, glaube ich, für viele, die da zuschauen, ja. Was ich mich da frage, ist, ich bin so ein Idealist. Also ich habe zum Beispiel früher, ich liebe Spiele, ne? Ich habe extrem viel gezockt früher. Mhm. Ich habe halt nie online gezockt, weil ich halt immer so war, ich bin Fitness-YouTuber, wenn ich jetzt zocke, dann passt das nicht. Die Leute denken, ich bin fake, bla bla bla. Mhm. Ich weiß, früher war das irgendwie anders. Ich bin so ein, weiß nicht. Also ja. Ich bin so ein Zwangtyp, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich habe mich gefragt jetzt schon seit längerem, mich stört an der ganzen Videospielindustrie, stört mich, dass die sich's einfach machen mit diesen ganzen Glücksspielmechaniken. Ja. Darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen unterhalten mit FIFA, weil anstatt jetzt das Gameplay zu verbessern, anstatt die zu sagen, ey, wir wollen die beste Fußballsimulation der Welt sein, entwickeln die sich halt in eine Casino-Simulation. Ja. Und dieses Spielemodell, das hast du ja in Free-to-Play-Spielen, das hast du bei diesen ganzen Handyspielen, du hast es bei Videospielen von EA über Activision, über wie die alle noch heißen. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Also die sagen dann, okay, Day One Patch, ich muss nicht fertig sein am ersten Tag, ich bringe halbfertiges Spiel raus, dann mache ich Loot-System und whatever. Mhm. Und die Spiele werden ja teurer und so, ja? Ist alles schön und gut. Aber was mich persönlich stört ist, man sieht es ja auch an den Twitch-Zuschauerzahlen, die Leute sind... Der Magnet ist dieses Glücksspiel-Ding. Mhm. Anstatt dass man sagt, ey, wir besinnen uns wieder drauf, gute Spiele zu machen. Ja. Weil Super Mario hat vielleicht nicht die krasse Grafik gehabt, aber durch die Mechanics und durch die rigorose Kreativität zu sagen, ey, wir wollen einfach ein geiles Spiel machen, haben die ein geistgestörtes Spiel gemacht. Ja. Und jetzt ist es halt, okay, wir müssen halt ein kommerzielles Produkt machen. Eigentlich sind für mich Videospiele halt auch Kunst. Ja. Ist eine Geschichte, die sie dir erzählen, schöne Game-Mechanics und so weiter. Mhm. Und für mich ist es eine Analogie wie Drogen. Mhm. Für mich sind diese Casino-Mechaniken wie, okay, das ist die Droge und das andere ist halt der schöne Way of Living. Ja. Und wie siehst du das? Also was würdest du dir wünschen für die Zukunft von Videospielen? Findest du das problematisch oder findest du das gut, dass es so läuft? Oder in welche Richtung soll es sich entwickeln? Sie sollten es auf jeden Fall transparenter machen, deutlich transparenter, dass man genau weiß, was man bekommt. Jetzt hier, wo wir zum Beispiel bei den Handyspielen sind, das neueste Game Clash Quest, was jetzt nur in der Beta ist, das war immer schon auch Clash Royale mit den Kisten und so. Nicht so schlimm wie FIFA, weil du genau weißt, wann du Max bist und wenn du jetzt die eine Karte gezogen hast, steigt die Wahrscheinlichkeit für die andere Karte enorm. Das heißt, du kannst dir alles steigen parallel, das heißt, du kannst relativ gut sehen, jetzt öffne ich hier nochmal für 30 Euro. Ist es deutlich transparenter als in FIFA. FIFA ist das Problem, die Leute... Also ist es Ziehen ohne Zurücklegen dann? Das allgemeine Kartenlevel steigt, dann weißt du, jetzt habe ich 5-mal die Karte gezogen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt die Karte ziehe, steigt enorm dadurch. Okay. Das heißt, es geht alles parallel hoch und nicht nur eine Sache. Bei FIFA ist ja das Problem, dass die Leute laden ihr Taschengeld auf, können das problemlos machen über die PlayStation, die Eltern wissen gar nicht, was sie da machen, laden 15 Euro rauf und hoffen dann irgendwie Messi oder so, die Kamera... Er ist genau das Beispiel für das, was du machst. ja, genau. Und dann haben die wollen die halt sowas ziehen, wobei die gar nicht die Wahrscheinlichkeiten wissen. Die denken jetzt, Alter, guck mal hier, Trimax, der hat jetzt 10.000 Euro ausgegeben und hat noch nicht Messi bekommen. Vielleicht habe ich jetzt das Glück und kriege ihn für 10 Euro. Das ist halt scheiße. Und das ist auch so, ich habe super viele Nachrichten bekommen, weil ich immer wieder sage, Leute, wer dafür privat Geld ausgibt, der hat einfach verloren. Das ist scheiße. Also wenn du, klar, du brauchst irgendwie 20.000 Coins, um dir einen neuen Spieler zu kaufen und weißt ganz genau und spielst das Spiel viel und bist gut und du brauchst jetzt nur noch ein paar Coins, um dir den und den zu holen, ist das machbarer, als wenn da jemand gar keine Kontrolle hat, Taschengeld rein und für 25 Euro hofft, da eine Ikone zu ziehen, was einfach nicht passiert. Das ist so wahnsinnig dumm. Und dann gibt es die Leute, die sehen das, ey, ich habe jedes Jahr 300 Euro für FIFA ausgegeben, du hast mir die Augen geöffnet, holy shit, ist das eine derbe Abzocke, was für ein Scheiß, ich mache das nie wieder, ich gebe kein Geld mehr für FIFA aus, ich mache jetzt nur noch Free-to-Play, das Game.
Und andere sind halt genau davon dann getriggert, dass ich nichts ziehe und sagen, was wäre ich doch nur für ein geiler Typ, wenn ich jetzt für 10 Euro einen Mbappé ziehe. Die sind halt voll scheiße. Aber das denk sogar ich, wenn ich da Packs aufmache. Ja, das ist doch bescheuert, das ist doch kacke. Ja, aber... Du siehst jemanden, wie er 10.000 Euro verbrennt und so, jo, fuck, 5.000 Euro, keine Ikone. Und dann lädst du 10 Euro auf und willst eine Ikone ziehen. Ja, das ist ja der Thrill vom Glücksspiel, das ist ja das Schlimme dran. Ja, ist doch, wenn du die Wahrscheinlichkeiten kennst, ich meine, wir beide spielen jetzt auch kein Lotto zum Beispiel, weißt du? Ist ja nee, kacke. Nee, ist auch dumm. Den gibt's nach einem Jahr psychologisch, by the way, gleich. Ne? Die können alle, also das macht dich nicht glücklicher, wenn du im Lotto gewinnst. Würdest du sagen, macht dir das Packs ziehen oder spielen mehr Spaß? Also es ist die Sache, wenn ich die Spieler dann habe und ich sehe bei FIFA mein Team, was ich mir mittlerweile zusammen erzogen habe oder was für, keine Ahnung, 40 Millionen oder sowas kostet und damit dann ein Game mache und dann sehe ich, wie ein Hullet einfach voll OP ist und sich dreimal den Ball im gegnerischen Strafraum wiederholt in den Winkel knallt, macht das natürlich auch sehr viel Spaß. Aber die Momente, wo dann die Spieler endlich kommen, ich saß ja teilweise 6 Stunden im Stream und habe nahezu keine Walkouts und nichts bekommen. Ich sitze da 8 Stunden und öffne und es kommt einfach nichts. Dann kommt Thomas Müller. Thomas Müller oder Sommer zum 21. Mal. Ja, Jan Sommer. So eine Scheiße. Weil ich da Stream, du hast Jan Sommer gezogen, Bro, ich bin abgekackt. Das ist immer nur, und dann sitzt du endlich Walkout und ist einfach gar nichts wert. Das ist auch schon wahnsinnig frustrierend. Wenn dann endlich was kommt, ist natürlich nice. Genauso wie bei, das gleiche Ding mit den Pokémon-Karten. Farbenschock-Display, Regenbogen-Pikachu wollte ich ziehen. Einer der unwahrscheinlichsten Karten. Alle 11.000 Karten ist der nur drin. Andere haben... Habe ich gesehen, das war krass. Es kostet, glaube ich, im Schnitt 10.500 Euro, das Ding selber zu ziehen. Miki hatte ultra Glück und hat das Gefühl aus dem ersten Booster bekommen. Und ich habe insgesamt 14.000 Euro ausgegeben und habe über 30 Stunden lang im Stream gezogen. Über 30 Stunden saß ich im Stream, habe nur das gleiche Display aufgemacht, immer wieder die gleichen Karten, bis es dann kam. Und wenn es dann kommt, dann ist die Freude natürlich groß. Dann ist, ich will sie draufspucken. Genau so, ja. Ich habe das neulich nochmal reingezogen. Ich fühle das übel, weil wäre ich in deiner Position, ich würde wahrscheinlich dasselbe machen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich so, EA, jetzt bei FIFA als Beispiel. Weil ich finde, Pokémon ist nochmal so was anderes. Weißt du, was ich meine? Weil bei Pokémon ist es auch, die Wahrscheinlichkeiten sind klarer. Ja. Es ist nochmal was anderes. Es ist gerade ein hochgehyptes Ding. Mhm. Das ist für mich so, für mich ist Pokémon was anderes. Mhm. Ist zwar auch Glücksspiel, aber der Glücksspielaspekt und die Radikalität des Glücksspiels ist niedriger für mich. Und FIFA ist da am allerschlimmsten. Also auch die ganzen Clash-Games, die es da gibt, die sind auch alle schlimm, aber FIFA trumpft das Ganze nochmal deutlich. Ist witzig, ich habe ja dieses eine Video gemacht über FIFA wegen Ding. Und mir wurde gesagt, ich werde nie wieder in meinem Leben EA-Placement bekommen, wenn ich das mache. Mhm. Er sagt, fickt euch, lass hoch. Ja, an dieser Stelle nochmal, ihr seid Verbrecher. Das, was ihr macht, das ist ekelhaft. Dass ihr keinen Funken Anstand habt, das, was ihr macht Kinder krank. Ihr macht Kinder krank. Das ist die Grundlagen... Die Grundlagen von fucking Suchtmedizin. Und ihr macht Kinder süchtig nach Glücksspiel. Glücksspiel, wenn ich mir die Veränderungen angucke von Kindern, von Erwachsenen, die durch Glücksspiel passieren, das sind ähnliche Veränderungen im Hirn wie Kokainkonsum. Und wenn du ein Kind darauf erziehst, eine Aufmerksamkeitsspanne zu haben von der Halbwertszeit von Jod, von einem Goldfisch, und das älter wird und älter wird, das sehen wir doch jetzt schon, dass YouTuber sagen, ah, wir müssen langsamer, schneller, ballern, ballern, ballern. Nichts hat mehr einen roten Faden. Ja. Keiner hat mehr Überzeugungen, für die er sich einsetzt, weil alles die ganze Zeit muss man es dem Konsumenten recht machen, der eine Aufmerksamkeitsspanne hat, zu der erzogen wird, die ungesund ist, nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Zivilisation. Freunde, die Probleme davon werden wir doch erst in 10, 20, 30 Jahren haben. Und wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir gefickt sind, wo wir handeln müssen, bevor wir uns alle... Sorry, dass ich gerade hier so rumschreibe. Hey, so. Bin ich bei dir. FIFA, wenn die mich anfragen, beleidige ich die. Also klar. Ja? Ich werde auch, gut. Man kann auch sagen, ja, ich mache jetzt hier ein Placement für FIFA, die immer noch andere Modis oder sowas, wo wahnsinnig, wahnsinnig viele YouTuber dafür was gemacht haben, würde ich immer ablehnen, ganz klar. Also das, was FIFA da macht, ist für mich absolut No-Go. Wie ist das bei dir? Sagst du EA insgesamt oder nur EA-FIFA-Abteilung? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht für EA einen Loot-Shooter, Anthem oder sowas angefragt, da würde ich immer noch ja sagen, aber ja. FIFA... Also wenn ich eine Mail von denen kriege, werde ich aggressiv auf denjenigen aus dem Marketing, der mir diese Mail geschrieben hat, sein komplettes Leben hinterfragen, wie er sowas, so einen Scheiß unterstützen kann. Ich glaube, ich sehe das so, ich glaube, das Erste ist, dass es nicht die Entwickler sind bei FIFA, die da die Wichser sind, sondern ich glaube, das ist dieses Upper Management, also es sind diese BWLer, die da sitzen und sagen... Die Leute, die Marketing arbeiten und das bewerben müssen...
Die haben sich den Job halt ausgesucht und sind in meinen Augen auch in der, also die bewerben das Falsche. Ja. Ich finde, Werbung ist eine schöne Sache, ja, wenn du das Richtige bewirbst. Ja. Ja. Und ich will auch nicht tun, als wäre ich Heiliger als der Papst. Ja, ich mache auch Scheiße jeden Tag und mein Motto ist, weniger Scheiße zu machen jeden Tag. Nicht die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil das ist, du weißt, was ich meine. Jeder, der mir erzählt, der will die Welt zu einem besseren Ort machen, Digga, da weißt du, okay, irgendwas falsch mit dem. und ich würde für EA insgesamt wahrscheinlich keine Werbung machen, mittlerweile, jetzt heute, weil ich glaube, dass das Einzige ist, was wirklich radikal wirkt. Ich mag EA als Entwickler, die haben in der Vergangenheit großartige Spiele gemacht und ich glaube auch, dass die Entwickler von EA alle, das sind Top-Leute und ich mag das auch, aber wir brauchen mehr Spiele wie zum Beispiel ein fertiges Cyberpunk, ein fertiges Last of Us. Weißt du, Spiele, die, guck mal, wenn du jetzt zurückdenkst an diese, ich nenne es mal nostalgischen Zeiten, ja, wieso spüren wir gerade Nostalgie, wieso machst du Pokémon-Packs auf? Wegen Corona. Weil Nostalgie ist ein psychologischer Reflex, um Isolation zu kontern. Das ist wie eine Selbsttherapie deines Körpers, damit du dich weniger alleine fühlst. Weil du dich an die Zeiten erinnerst, wo du mit anderen Menschen warst, wo du es zusammen, verstehst du, sozial überstanden hast, diese Packs aufgemacht hast und so. Und du weißt, ey, es gibt diese Zeiten, du wirst weiterhin solche Zeiten in deinem Leben erleben. Und das ist eine schöne Sache. Ja. Verstehst du? Ich gucke mit dir dein Invasion of Chaos Yu-Gi-Oh! Opening an oder deine anderen Openings und so und ich fühle mich wieder wie ein Kind. Das ist, ich finde es eine wundervolle Sache, Digga. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und auf der anderen Seite gucke ich mir an, was passiert? ich gucke mir dann auf der anderen Seite an, wie sowas halt verloren geht. Und ich bin wirklich nicht, verstehst du, ich bin nicht einer von diesen Kommunisten, die sagen, es gehört alles verstaatlicht und weiß der Geier was, aber irgendwann pervertierst du den Sinn von diesen Dingen wie Videospiel, Kunst. Für mich ist es doch Kultur. Ja. Wieso komme ich mit dir so gut klar, unter anderem? Weil wir wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte von Videospielen hatten auch. Das ist das, was uns zusammenführt, uns alle hier. Du hast dasselbe gezockt mit dir, ich kann mit dir zocken. Das ist das, was uns auf Twitch verbindet. Das ist doch das Krasse, diese Community, auch wenn du kein Konzeptvideo guckst, Hungriger Hugo und so übel witzige Sachen. Aber auch Among Us oder so. Ja. Kein teures Spiel, schlaues Konzept. Ja. Wir spielen zusammen. Corona ist richtiger Zeitpunkt. Alle sind isoliert, aber auf einmal, Digga, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen, jetzt sitzt du hier und ich habe das Gefühl, ich kenne dich aber. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Bro, das ist übel schön. Ich war gestern Abend aufgeregt, bevor ich hergekommen bin, weil ich mich voll gefreut habe, dich zu sehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich will Spiele, die sowas bringen und nicht Spiele, die teuer sind, einen krassen Trailer haben und ich will was einen Platz hat, was Sinn macht, was eine Bedeutung hat, was funktioniert, einfach so einfach funktionieren. Es soll nicht teuer sein, es soll funktionieren. Ja. Und wirst du dich erinnern an FIFA 21? Gucken wir uns mal die kommerziell erfolgreichsten EA-Spiele an und gucken wir mal, wie hart ist der Nostalgie- und Erinnerungsfaktor bei uns? Ja. Null? Naja. GTA zum Beispiel, wenn es jetzt kommt. Jeder freut sich drauf. Oh, warum? Ja. Weil es besonders ist. Das wird geil. Und wir haben GTA 5 auch schon genug gemolken, die Wichser, muss man auch sagen. Mit den Cash-Dingern. Nee, sorry, das ist gerade so Rumschrei und so. Aber für mich sind Videospiele was Heiliges. Weißt du, was ich meine? Und wenn du die fixst durch sowas, sag doch lieber, würdest du ein GTA für 150 Euro auch kaufen? Ja. Ja, dann sag doch, wir müssen 150 Euro aus dem Spiel machen und wir lassen die ganze Cash-to-Play-to-Win-Scheiße weg. Gibt ja auch Skins und alles Mögliche oder DLCs, die dazukommen. Sowas kann man machen. Aber das, wenn du an FIFA denkst, denkst du gefühlt nicht mehr an Fußballsimulator, dann bist du in einem Online-Casino gefühlt. Ja. Also FIFA treibt das Ganze böse auf die Spitze, ja. Da bin ich total bei dir. Aber es ist auch die Frage, wie lange das noch gut geht. Die haben ja gerade irgendwie Probleme, das jetzt noch weiter durchzukriegen, ich glaube, ja. Wegen Dingen, weil die ja wahrscheinlich eine Glücksspiellizenz quasi brauchen. Ja, genau, sowas alles. Ey, danke an Papa Staat und ihr ganzen sorry, Wichser, in der Politik, die euch dann dort bezahlen lasst, dass ihr schöne Urlaube macht auf Nacken von der Casino-Lobby, wirklich. Das ist einfach nur verachtungswürdig. Schaut euch das doch mal bitte an. Also, es tut mir leid, dass ich gerade so rede, aber lest euch doch mal bitte die Grundlagen durch. Also, lest euch die Grundlagen einer Verhaltenssucht durch, die neurobiologischen Grundlagen davon. Das ist ein real existierendes biologisches Phänomen, das durch Verhalten hervorgerufen wird. Ihr zerstört damit die Kinder. Ihr zerstört damit die intellektuelle Grundlage dieses Landes. Auch dieser Welt. Auch ihr als Unternehmen, ihr zieht euch den Boden unter den Füßen weg. Wird die Welt eine bessere, wenn wir 24 Stunden am Tag am Display hängen? Nein, wird sie nicht. Wird sie nicht. Und irgendwann können die Leute das auch nicht mehr bezahlen, was ihr dort macht. Weil, bitte, das ist eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst und wir sind kurz davor, uns den eigenen Kopf abzuhacken. Sorry, Digga, es fuckt mich ab. Ey, alles fuckt mich ab. Ich bin da voll bei dir. Wenn das jetzt in einigen Ländern ist, ist es ja schon verboten. Das FIFA-Points ausgeben, das ganze Lootbox-System. Das haben ja viele Publisher auch schon übelst einen Shitstorm bekommen, die dann zurückgerudert sind. Ich hoffe, dass das jetzt weniger wird.
Genauso wie dieser Euroleague, hast du gesehen, mit Super League mit. Ja, oh mein Gott, das ist ja auch so frech, ne? Solche Scheiße, holy shit. Das ist so, dass das alles hinter verschlossenen Türen passieren konnte. Krass, das ist krass. Es war ja so semi-öffentlich. Aber siehst du was, die Macht ist auch von dir und die Verantwortung von jedem Streamer, die, was ihr könnt. Monte sagt, hat oft gesagt, er denkt, er hat keine Verantwortung und so. Aber ich glaube, guck mal, wenn du mal Fäkalsprache benutzt oder so, gibt es Leute, die sagen, das ist scheiße. Dann gibt es Leute, die sagen, ey, ich glaube auch Kinder können damit aufwachsen. Ich habe in der zweiten und dritten Klasse auch GTA gespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, also ich bin schon behindert ein bisschen, aber weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, ich würde jetzt niemandem was antun deswegen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch an jeden Streamer und jede YouTube-Persönlichkeit in der Öffentlichkeit, setzt euch nicht hin und sagt, ey, die Welt ist so und es ist so, es war schon immer so und es muss so sein. Stellt euch ganz einfache Fragen, macht es euch nicht kompliziert, sagt einfach nur, warum ist das so, muss das so sein und wem dient das? Wem hilft das, dass es gerade so ist, wie es ist? Der Zustand der Videospielindustrie, der Zustand von YouTube, der Zustand von auch zum Beispiel Sport. Und da sehen wir eine Sache, ihr habt die Macht, das öffentliche Meinungsbild positiv zu beeinflussen. Was ist das größte Gegengift zu Lobbyismus und all diesen Dingen, die hinter verschlossenen Türen passieren, die gegen das Interesse der Öffentlichkeit sind, ist die Öffentlichkeit. Public Interest, wir. Ja. Das, was wir hier sagen und reden, wir sind das Gegengift gegen diese Lobbyarbeit. Ja. Und davon muss man Gebrauch machen. Und ich glaube, das sind diese punktuellen Geschichten, wo du zum Beispiel das dann auch sagst, okay, du machst es zwar, und ich glaube auch, dass das wieder, weißt du, so ein Für und Wider, und ist sehr kompliziert. Du machst es, wir beide haben auch Geld ausgegeben für FIFA, weil wir dann halt so waren, ey, Trimax macht das, das ist witzig, Monte macht das, wir machen es auch, haben dann schnell den Absprung gefunden, dann gibt es vielleicht Leute, die finden den Absprung nicht, ja, weil sie dem ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite sagst du, ey, ich mache ein Experiment und ich zeige es euch. Ich weiß nicht, was perfekt ist, weißt du, um das Problem zu lösen. Und ich will auch dich nicht verurteilen dafür. Das ist schon richtig. Da ich würde immer wieder die Diskussion, soll ich es einfach lassen? Dann gucken die Leute sich den Content woanders an. Dann sind da irgendwelche Content-Creator, die sagen, jo, das ist okay, Geld dafür auszugeben. Nutzt mein Code bei irgendwelchen Keysellern oder sowas, wo ihr dann FIFA-Points günstiger kriegt und dann kriegt ihr noch eine 5%ige Beteiligung. Oder machst du das, holst alle Leute ab und zeigst den Leuten, was das für ein Scheiß ist. Also das ist die Schwierigkeit, da zu sagen, ob es jetzt einen positiven oder einen negativen Effekt hat. Ich glaube positiv. Einige sagen, es ist negativ. Ich habe damit noch mehr Leute zu dem Game nahe dran geführt. Aber ich bin davon überzeugt, dass, ich meine, alle haben es gesehen. Ich habe 23.000 Euro für FIFA ausgegeben und wie oft habe ich was Geiles gezogen? Ja. Wie viele Stunden saß ich da und habe nichts bekommen? Das ist halt, das ist das Verrückte an Glücksspiel, ne? Unsere Psyche kann das nicht kalibrieren. Wir haben immer das Gefühl, das Ding ist ja, unser in Anführungszeichen Nervensystem funktioniert so, wenn ein bisschen Chance da ist, ist egal, ob 50% oder 0,00001% Chance ist da und dein Dopaminsystem geht. Und es ist halt diese Antizipation, aber darüber könnt ihr gucken. Ich habe Videos gemacht zu Glücksspiel und wie das halt im Hirn funktioniert und so, könnt ihr euch gerne reinziehen. Da will ich jetzt nicht immer nochmal ausholen. Aber ja, Bro, was ich nur sagen will, ist, ich finde diese Kultur, diese Szene ist sowas Schönes und ich glaube, man wächst ja auch mit den Zuschauern. Digga, du wirst auch selber gemerkt haben, wie du dich entwickelst. Digga, du hast hier so viele neue Trends rausgesucht. Du hast angefangen mit den Handyspielen, hast Minecraft gemacht, hast jetzt dann FIFA zum Beispiel. Ich bin bei FIFA dazu gekommen, weil ich bin halt genau der. Und ich habe dann gesagt, deswegen habe ich auch an deinen Eiern so mäßig geklebt, weil ich gesagt habe, ey, fuck, Trimax ist jetzt derjenige, der das machen kann, der sich hinstellen kann, sagen kann, ey, das ist ein Problem gerade in der Videospielindustrie. Und nicht 22 halt nochmal dasselbe Experiment macht, sondern sagt, ey, wir müssen jetzt gucken, alle irgendwie zusammen, wie man so viel Druck auf diese Publisher und auf diese Spielentwickler ausübt, dass das halt nicht mehr passiert. Was sagst du zu dem Ansatz mit dem, zum Beispiel jetzt hier, wo wir eben gerade drüber gesprochen hatten, Pokémon, Farbenschock, Regenbogen Pikachu wollte ich ziehen. Ich habe im Stream über 30 Stunden lang das gleiche Display aufgemacht, vor wahnsinnig vielen Zuschauern. Und keiner konnte dieses Display am Ende mehr sehen. Am Anfang, wo ich die ersten 4, 5 Displays aufgemacht hatte, haben die gesagt, oh, mega geil, überlege ich mir auch eins zu holen, aber die sind gerade zu teuer, da warte ich noch ein bisschen. Aber als ich dann einfach, ich glaube, ich habe 46 Displays aufgemacht, nachdem ich die alle aufgemacht hatte, hatten alle die Schnauze voll und niemand wollte mehr irgendwas mit Farbenschock zu tun haben oder das Ding selber öffnen, weil ich das Ganze so an die Spitze getrieben habe. Die Leute haben so ihre Pokémon oder spielen auch FIFA und sehen mich zum Beispiel einfach, wie ich brutal nur die Lootboxen aufmache, dass sie alle schon gesehen haben. Alle Spieler mehrfach, alles ist da. Es ist wirklich zum Maximum ausgereizt. Man sieht ja dann auch die Highlights auf YouTube. Ich würde sogar fast sagen, dass ich beim nächsten FIFA das Ganze noch härter auf die Spitze treibe
und mich da 72 Stunden mit Schlaf natürlich im Stream nur Packs aufmache. Mit Romatraum, mit dem Ding, mit der Fliegenklatsche da. Ich hab das so gefeiert, Digga, der pennt dort. Und du so richtig los, aber du siehst so in diesen Augen, so der erste Gedanke nach dem Aufstehen ist jetzt, wie mache ich Romatra sein Leben zur Hölle? Ich hab das so gefeiert. Das hat mir fette Team. Vibes gegeben, Junge. Ich sag's dir ganz kurz, sorry, ne, ich komme gleich auf deine Frage. Ja, aber ja. Als du da saßt mit diesem so Übernachtungsparty-Vibes. So, ey, das werden wir jetzt so viel machen. Ich hab jetzt gerade ein LAN-Party-Studio gebaut. Ein Raum zu fünf zum Zocken mit Küche und alles dazu kann man da noch machen. Nebenan Fitnessstudio, nebenan Schlafraum, wo man zu fünf pennen kann. Da werden wir so viele 72-Stunden-Streams, 96-Stunden-Streams machen. Mit keine Pause. Mit Schlaf natürlich, damit es nicht so ungesund wird. Je nachdem, guck mal, wie viel man schläft. Aber das feiere ich auch extrem. Das finde ich richtig. Das ist sehr geil. Ja. Das gibt richtig so Dinger, weißt du, damals, als du Mutter gefragt musst, ey, darf der bei mir pennen? Und ja, so, ja, ja, ja. Oh, Digga. Ach so, die LAN-Partys früher zu fünf, keine Ahnung, League of Legends zocken. Die Eltern waren eine Woche im Urlaub, man hatte keinen Bock mitzukommen, zu fünf treffen. Das schon, ey, das no Revi an dieser Stelle, als er gesagt hat, mit diesen Jungs im Pool. Da bist du bist gut im Hops nehmen, Digga. Das war echt, also ich warte immer auf den ersten Kommentar von dir, wenn die Leute Hops nimmst. Mhm. Aber wegen den Pokémon-Karten meinst du gerade? Ja, oder FIFA. Das Ganze, den zeigen, du musst so viel Geld ausgeben, dass du was kriegst und dann machst du es noch heftiger. Also wenn das Game rauskommt und du kannst drei Tage am Stück im Stream sehen, wie nur ein Bekloppter abgezogen werde und die Packs aufmache, dass du ja denkst, okay, jetzt habe ich so viel gesehen, jetzt ist so viel am Start, er kann das ja weitermachen, unterhält mich, habe ich nebenbei offen auf einem anderen Bildschirm, aber ich spiele selber FIFA und gibt kein Geld aus, weil man sieht, das ist dumm. Das ist tatsächlich, das kann man, das ja, ich muss sagen, ich habe auch aufgehört mit FIFA tatsächlich deswegen. Ich schicke dir aber noch ein neues PES. PES wird Baba das nächste. Ja? Ja, das wird krass. Also die haben neue Engine und so und das ist, Digga, die Physik, die Ballphysik von PES ist auch viel besser als die von FIFA. Okay, spannend. Also wenn du dann ein gutes Fußballspiel spielen willst, kann ich nur empfehlen, PES ist besser als FIFA. An alle Hater. Aber nee, ich finde, das ist gut, das muss nur irgendwann in die nächste Ebene gehen. Das Wichtige ist, ihr Konsumenten da draußen, auch also diese Leute, die das spielen, hört einfach auf damit. Also ich bin nicht euer Vater so, aber wenn man will, dass sich was ändert, dann muss man selber sein eigenes Verhalten ändern, weil sonst tust du denen halt weiter Geld in die Tasche spülen. Ja. Diesmal dann auch mit kompletten Tracken, wie oft ein Walkout kam, welcher hatte. Ah, jemand, der dir eine Liste macht? Ja. Ja, geil. Die ganze Zeit dabei. Wollte ich gerade sagen, ich hätte auch mitgespendet, Digga, dass man das, auch Baba, dass du keine Donations hast, by the way, fühle ich sehr. Ja. Finde ich gut. Keine Donations, schon ewig aus, keine Ahnung, 3-4 Jahre. Ich werde das auch mal, wenn ich anfange zu streamen. Klar, man kann mir Bits reinhauen und Subgifts, das geht, aber normale Spende, warum ich das aus habe, würde zwar sehr viel Geld bei rumkommen, bei der Größe, die ich habe, aber keine Ahnung, haut jemand, sagt, yo, ich feiere Trimax Stream mega, geht zur Tanke, holt sich eine Paysafe-Card, will mir die 10 Euro Paysafe-Card geben und am Ende kommt auf mein Privatkonto nach Abgaben, also Tippi-Stream und Steuern und Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, keine Ahnung, habe ich 4,10 Euro bei mir auf dem Konto und das ist dann. Du hast einen Zuschauer, keine Ahnung, der arbeitet oder Student oder Schüler oder irgendwas, läuft los, gibt einen Zehner aus und bei da kommt bei mir dann 4 Euro an. Das ist 4 Euro ist immer noch viel. Wenn das super viele machen würden, da kommt viel Geld zusammen. Aber was meine Community dafür ausgeben muss, das steht in keinem Verhältnis. Ich finde ab einer kritischen Masse von Streamer, ob du dann 50 oder 100.000 Euro im Monat machst, such dir lieber andere Wege, Geld zu verdienen, wo auch der Kunde was von hat. Und ich finde bei diesen Spenden, Digga, guck mal, wenn du jetzt so ein 100 Zuschauer oder 5 Zuschauer Call of Duty Spieler bist, der übel krass gut ist und nichts anderes macht, außer competitive zocken, spend den, supporte den. Auf jeden Fall. Aber weißt du, ich zum Beispiel, gerade am Anfang, wo ich auch, ich brauchte Equipment, ich brauchte Kamera, ich brauchte genau. Greenscreen, ich brauchte Stuhl, ich brauchte einen PC, genau. Ich habe alles gebraucht, ich brauchte eine Vlog-Kamera, wirklich alles, da kann man Spenden super anmachen, das ist gar keine Sache. Weil meine Meinung ist auch, sagst du auch ganz ehrlich, ne, also YouTuber werden nicht besser, wenn du denen mehr Geld in den Rachen schmeißt. Ja. Im Gegenteil, also irgendwann haben YouTuber zu viel Geld und dann verleitet das auch zu Arroganz. Wie oft sieht man, dass dann Leute da inaktiv werden, dann leben die von ihrem Polster, kommen wieder zurück. Gar nicht böse gemeint. Ich war auch ein Typ, der inaktiv ist und so und ich musste auch lernen und so. Also ich bin wirklich nicht heiliger als der Papst, ich bin auch so einer gewesen, aber ich kann nur sagen, man muss da auch gucken als Streamer, wenn du zu viel Geld zur Verfügung hast, dann, du machst das schlau, weil du reinvestierst das in den Content, ne? Weil du sagst, okay, ich habe jetzt hier so und so viel Geld gemacht, ich kaufe jetzt ein Base-Set für so und so viel 1.000 Euro, ich mache das auf, ich mache die Packs auf und so. Also bei dir ist das ja wie ein durchlaufender Posten, dieses Twitch-Geld, ne? Und deswegen, das finde ich schon stark und ansonsten spenden einfach an Leute auch, die es einfach brauchen, Digga. So ist auch so eine Sache, weil das ist halt immer so die Öffentlichkeit.
Aber ja, hier, ich will jetzt auch nicht einen auf Ding machen, einen auf St. Martin. Mhm. Ich würde die auch ausmachen jetzt. Was soll ich sagen, Digga? Genau, bei den Pokémon-Karten. Da zum Beispiel finde ich es gar nicht so problematisch, muss ich sagen. Die sind jetzt überbewertet durch Logan Paul, durch dich. Und das Witzige ist ja immer, dass die Core-Community von diesen Sachen wie FIFA, wie Pokémon und so, die haten dich ja dann immer so latent, weil die sagen so, okay, ich bin hier, ich gebe übel Gas, ich bin übel krass, ich bin im Metagame, ich bin krass, FIFA, Weekend League, Top 100, Trimax hat Full Icon Team, 50 Millionen Coins Team und der Typ kommt nicht mal fucking, weißt du, was ich meine? Ja, es sind so viele Leute, die da sauer werden. Hat keine 7 Wins. Jetzt kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele unter 14-Jährige mir FIFA-Verbot gegeben haben. Die sind alle so sauer. Ist aber witzig, ich würde auch gerne mal gegen dich FIFA zocken. aber ja, ich weiß nicht, Digga. Ich finde das, was sagt ihr alle dazu? Ich finde das so ein bisschen, ich finde so ein witziges Muster, dass du da immer gehatet wirst dafür und man gar nicht so wirklich checkt, was du eigentlich machst. Immer. Also als Minecraft losging, oh, wie los kann man sein, hör auf, die Scheiße zu spielen, lösch dich, alles Mögliche. Bei Fortnite damals auch, dann bei FIFA, fast bei jedem neuen Game, was probiert wird, aber kann man drüber lachen. Ändert ja für die nichts. Und wenn es super viele Leute unterhält, die mich kennen oder auch die Games selber zocken und das dann ultra feiern. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe mal GTA San Andreas gezockt. Wenn GTA 6 kommt, ich weiß gar nicht, was abgeht. So, weißt du, ich bin überscheiß in GTA. Kann man da überhaupt gut drin sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich das dann auch zocken und das werden auch wahnsinnig viele Leute feiern. Das weiß ich. Und da kommen super viele Leute, die jahrelang GTA 5 gebracht haben und sind dann mega sauer auf mich, weil ich jetzt auf einmal GTA spiele. Aber es ist ja gerade der Reiz, dass ich das Game gar nicht kenne oder gar nicht gut drin bin und das dann zocke. Ja, das ist. Aber eine Sache muss ich verstehen bei denen. Stell dir vor, du sitzt halt da, du zockst dein Leben lang FIFA, bist relativ gut drin, hast halt, keine Ahnung, deine stabile Viewerbase, aber jetzt nicht so ultra viel. Jetzt kommst du, machst den ganzen Tag Packs auf und die ganzen Viewer sind halt weg. Und dann hast du, weißt du, was ich meine, hast du so dieses Ding, okay, der hat Geld, der kann es ausgeben, ich kann es nicht, ich will spielen. Und da sieht man, ich glaube nicht, dass die Perversität liegt nicht in dir und dem Typen, sondern die liegt in der Situation, dass das Glücksspiel-Ding interessanter ist als das Core-Gameplay. Ja. Das ist halt, glaube ich, das Ding. Und da kann ich den Frust von den Leuten noch echt krass nachvollziehen. Yeah. So. Also, aber ich will nur sagen, du bist nicht der Schuldige dafür, dass es halt so ist. Mhm. So, in deiner Situation ist es halt so, ist eine Kapitulation vor der Sache an sich, weil du hast es richtig gut gesagt, ey, wenn du es nicht machst, machst halt jemand anders. Und deswegen einfach weiter Druck ausüben. Das Ziel muss da sein, diese Wichser zu ficken, Alter, ja. Wirklich. Ja. Dass sie ordentliche Spiele machen. Aber ich wiederhole mich zum 100. Mal. ja, bei den Karten, Digga, ich weiß nicht, was da jetzt dein Plan? Du hast gesagt, du hast dir ein Limit gesetzt. Machst du es noch auf, oder? Ich bin ja immer noch Limit gesetzt, dass ich mir erstmal keine Karten kaufe, weil ich habe zwar sau viel gezogen. Ich wollte heute eigentlich welche schenken, ja? Aber der Laden hatte zu. Spezielle Karten, wo ich Bock drauf habe, die ich nicht gezogen habe, dass ich mir die hole, aber es wird dann auch wahnsinnig schnell sehr teuer. Da warte ich noch, bis die Preise ein bisschen fallen, sind jetzt ein bisschen gesunken schon. Ansonsten gibt es ja wahrscheinlich bald noch ein Special Event, wo ich halt dann Base-Set, einen Booster mitgehe mit einem Sponsor dann halt. Und ja, die Neo-Reihe, Neo Genesis und so. Neo sowas. Genesis ist das Ding mit den zweite Generation, mit Iglava und so. Und Ho-Oh Lugia und so. Ho-Oh Lugia, genau. Das ist so ein fetten Ständer, wenn ich das höre, Digga. Das ist das geilste Pokémon-Set. Geil, aber es ist so wahnsinnig teuer, die Dinger. Pro Gold und Silber war. Komm, bitte. Ja. Es ist schon alles sehr geil. Und dann sehe ich immer wieder. Off-Cam bin ich dabei, Digga. Es ist die. Reapers hat jetzt seine große Sammlung da, was es für geile Karten noch gibt aus den älteren Sets, wo die dann trotzdem wiederkommen. Das ist brutal, Mann. Da siehst du es aber auch, ne? Du siehst, wie diese Packs überbewertet sind im Preis, weil du siehst, Reapers für die Kollektion, was der gezahlt hat, ey, fette Grüße gehen raus an Reapers, Digga, du hast mein Leben gefickt, als du die Jungs gefickt hast, dort im Stream Caruso und so, und du die ganze Zeit den Ordner raushörst und sagst, das ist der letzte. Ich war dort, Digga, ich habe Sport gemacht, so vor dem Fernsehen, und ich guck das so an morgens. Noch ein Ordner, noch einer. Junge, du hast mich richtig hops genommen damit auch. Hätte einfach alle Karten. Alle Karten, die es gibt für 20.000 Euro. Ich habe 95.000 Euro ausgegeben und wer hat eine krassere Sammlung als ich. Und was sind jetzt wert, würdest du sagen? Die meine Karten? Mhm. Ungewertet? Vielleicht. Ja, es sind vielleicht auch so 20.000. Das wäre interessant, wenn du so eine Bilanz mal machen würdest aus diesen ganzen Glücksspielsachen. Ja. Weißt du, wie so einen großen Strich drunter setzt. Dass einer, du halt von Anfang an sagst einem, der soll es dokumentieren. So, den muss man dann halt bezahlen. Da kann man ja auch irgendwas Spendentopf aufmachen oder irgendwas. Weil das wäre wirklich ein gutes Experiment. Das, was wir da mal gesagt haben mit so Liste führen und so. Ja? Also wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich kann auch so jemanden suchen, der das macht.
der setzt sich dann hin, der pflegt diese Liste und dann macht er dir eine Bilanz drunter. Und dann sagst du, ey, 95.000 Euro ausgegeben, das ist der Wert, den du jetzt hast. Und dann siehst du halt, wie überbewertet die Karten sind. Weil man sagt ja auch immer, in den Dingen Singles kaufen. Ja, ja, das ist ja klar. Das Glücksspielereignis ist das Ding. Ja, genau, genau. Und du weißt halt nicht, in welchem Zustand die Karten drin sind. Meistens sind sie mies. Also kannst du Glurak ziehen, aber dann ist es PSA 8, PSA 9. Aber wenn es dann wirklich mal eine PSA 10 ist, dann hast du einfach ein PSA 10 Glurak. Das ist dann schon ultra, ultra krass. Aber ist halt wahnsinnig schwierig zu bekommen. So wie Kevin bei Ding. Mhm. Ja, ja. Der Ehrenmann. Bro, ich bin einfach aufgestanden nachts und ich sehe so, hey, Logan Paul hat irgendwas mit Papa Platte gepostet und einem Glurak drauf. Und ich war so verschallert nach dem Morgen. Ich war so, hey, träume ich gerade? Logan Paul, Kevin, Glurak. Ich wusste nichts von diesem Event. Ja. Danach gesehen, der hat einfach Glurak gezogen. Ich bin komplett aufs gewesen. Das ist schon sehr heftig, ja. Der hat dann erstmal bei Standardskill sich ein Pack kaufen. Ich? Ja. Ich glaube, ich mache das bei den Poke Geodudes. Die haben, glaube ich, ein paar Tage vorher auch eins. Kostet, glaube ich, 2.500 Euro weniger. Schlau. Ja. Ich werde schwitzen und gucken, Digga. Aha. Ich werde zugucken. Ja, das ist schon bescheuert, Alter. 10 Pappkarten für 14.000 Euro ist schon, das kannst du keiner erzählen. Das ist ja völlig bekloppt. Das kannst du echt nicht machen. Kriegst deine Pokeflöte raus, hast du einfach aus 14.000 Euro null gemacht. Bro, ich würd verrecken. Ich bin so froh, dass ich bei Logan Paul nicht dabei war. Ich habe ja mitgeboten bis 30.000 Dollar. Ja? Was war da dann? Ich glaube, es waren dann bei 32.000 oder 34.000 Dollar ist es geendet. Dann kam aber noch, keine Ahnung, Transactions Fee von der Seite von 20%. Was? Und dann wäre noch Zoll am Start gewesen. Das heißt, ich wäre bei 46.000 Dollar. Ich war so froh, dass ich überboten wurde. So froh. Holy shit. Der hat allein mit diesem Verkaufen von den Packs so viel Geld gemacht, der Typ. Ja. Also, der hat ja eingekauft für damals beim ersten Mal 250, oder? Mhm. Und hat die verkauft für knapp, ich weiß nicht. Ich glaube, im Schnitt 36.000 Dollar oder sowas. Die ersten, glaube ich, hat er für 11.000 pro Ding verkauft. Ich glaube, der hat die ersten für 250 oder 200 eingekauft und hat für 360 oder so verkauft. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas. Nee, ich habe Sascha so ein paar Karten gekauft gehabt. Der musste die noch abholen. Der hat den Regenbogen-Relaxo haben wir gezogen. Echt? Bei Blinkist habt ihr über nicht nur 3.500 Bücher, sondern ihr habt auch über 25 Kategorien. Also von Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, verschiedene Wissenschaften, Wirtschaft. Alles, was das Herz begehrt, habt ihr dort. Und ihr könnt euch das Ganze wirklich super bequem beim Spazierengehen reingehen. Was ich immer mache, ist, wir bewegen uns grundsätzlich sowieso zu wenig am Tag. Dann versuche ich, auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Wir kommen dann meistens auf 20.000 oder 30.000 Schritte am Tag, weil ich da auch am besten denken kann. Und ihr werdet sehen, dass wenn ihr beim Spazierengehen euch so eine Zusammenfassung reinzieht, dass da auch sehr viel von hängen bleibt und vor allem ihr sehr viele neue, weitere Gedanken haben werdet zu den Bausteinen aus dem Buch, die euch zugeworfen werden. Also es ist todesinteressant, deswegen kann ich euch nur empfehlen hier, falls euch sowas interessiert, falls ihr auch vor allem mit unterschiedlichen Dingen konfrontiert werden wollt in eurem Leben und diese Bandbreite, diese gigantische Bibliothek von über 3.500 Büchern zugreifen wollt, unten in der Beschreibung ist der Code, da kriegt ihr 25% auf euer Jahresabo. Ansonsten, Freunde, was ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall ist Ray Kurzweil, ist der Entwicklungsdirektor von Google, der hat da so ein paar ganz interessante Bücher drin, das ist so ein Zukunftsforscher, der beschäftigt sich damit und macht so Prognosen, wie, was passiert 2030, welche Technologie wird da sein und so. Und ich bin generell so ein Typ, ich feiere das, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, was passiert, was wird möglich sein und so. Weil älter werden ist natürlich auch ein bisschen tristes Unterfangen und dann gibt es einem ein wenig Trost zu sehen, was in der Zukunft alles so möglich wird und welche gestalterischen Möglichkeiten wir haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ja, Technologie ist da das schärfste Schwert in beide Richtungen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, es ist eine ganz interessante Sache, die so mal ein bisschen den Horizont erweitert. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal eure Lieblingsbücher in die Kommentare schreiben. Also ich will nur sagen, ich bin auch nicht frei von der Kacke, Alter. Also ich mag das übel. Aber bei diesen Karten, das hat halt irgendwann ein Ende. Du hast dich halt satt gesehen und so. Und I don't know, du hast halt auch ein legites Spiel dahinter und es ist noch dieser Nostalgiefaktor. Du hältst es in der Hand und, du hast und bei FIFA hast du Wertverfall. Bei genau. FIFA hast du, gibst du aus, kriegst was oder nicht. Selbst wenn du das kriegst, ist das ein Jahr oder nur 6 Monate später nichts mehr wert. Und die Karten hast du halt immer noch. Das ist krass. Selbst die ganzen Bulk-Karten, also die Karten, die nichts großartig wert sind, habe ich einfach, keine Ahnung, fünf solche Kisten voll. Die habe ich halt, weißt du? Also es ist nichts, dass man nichts hat. Ich weiß nicht, ich werde die behalten. Ich mal gucken, was das in 25, 30 Jahren wert ist oder an die Kinder weiter vererben irgendwann. Ich weiß nicht, man hat auf jeden Fall diese Karten, das ist geil. Ja, mit deinem Sohn dann durchgehen, die Artworks angucken und so. Jetzt sind die Pokémon-Karten gerade so krass,
weil damals hat sie niemand zur Seite gelegt. Jeder hatte sie in der Jeanstasche, in der Sandkiste darauf gestellt, hat es geregnet, dann draußen die Karten vergessen und sowas. Da waren ja alle Karten ramponiert, deswegen sind sie ja so wertvoll. Jetzt wären natürlich super viele Leute, die Packs, die du jetzt ziehst, die Sachen sofort in den Sleeve, in Toploader, in Ordner rein, in die Kiste, luftdicht verschließen und wegpacken. Das werden sehr viele Leute machen, aber trotzdem hast du dann einfach, weiß ich, irgendwann 20, 30 Jahre alte Karten. So oder so nice. Für dich halt nice. Vor allen Dingen zusätzlich habe ich auch noch die Videos. Da kann ich irgendwann in 30 Jahren, da guck mal hier, wie ich da vor 30 Jahren die Karten gezogen habe und ich habe die immer noch. Das ist schon geil. Ja, da muss ich echt sagen, das ist echt was Schönes. Also als Kind, man, Digga, ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, was ich witzig finde? Ist, dass dieser Nostalgiefaktor voll verloren geht, wenn du als, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit die Holos sehe. Mhm. Aber die Comments, die ich halt skippe zum Beispiel oder die ich nicht wirklich angucke, die jetzt das erste Mal sehe wieder, dann kickt bei mir erst wieder die Nostalgie. Ja. Weil diese Nostalgie ist verdrängt worden durch die neuen Erinnerungen, die ich jetzt quasi forme, indem ich dir zugucke mit diesen Ding-Sachen. Ja, ja. Und dann nur die wacken Karten, die ich nicht gesehen habe, dann kickt erst wieder die Nostalgie. Also schon so ein witziges Phänomen irgendwie. Ja, ja. So wie als du an dem Yu-Gi-Oh!-Pack da gerochen hast und warst so... Ja, das ist schon... Nach so langer Zeit, das wieder zu riechen, wie so ein frisch geöffnetes Pack riecht und dann... Das ist schon geil. Ist echt nice, Digga. Ist echt sehr nice. Was wollte ich noch mit dir reden? Ich wollte dich noch fragen, die ganzen Events und so, die du machst, also was ich bei dir auch erstaunlich finde, Max, ist, das ist witzig, weil ich habe auch immer mit Nico so hin und wieder Gespräche, so, ja, ey, was, weil Nico ist so einer, der spielt gerne dann Warzone und so. Und ich habe auch Nico gesagt, Digga, schon so im Dezember und davor eigentlich schon direkt nach diesem Logan Paul-Ding, ey, Alter, lass Karten aufmachen und so, das wird übel Baba und so. Und der so, nein, ich will nicht auf diesem Hype-Train reiten und so. Ich habe gesagt, was für Hype-Train, Bro? Ich habe doch, hast du keinen Bock, Karten aufzumachen? Was für Hype-Train? Digga, das ist doch nice. Ich war so, Digga, ich warte nur drauf, dass irgendjemand anfängt, jetzt online Karten aufzumachen. Lass doch machen, Bro. Der so, nee, das ist dann so zu, weißt du, was ich meine? Der fühlt sich dann irgendwie so, als wäre das halt wack. Weil genauso wie Papa Platte Kevin nach dem Base-Set, was wir zusammen aufgemacht hatten, wo wir auch die View-Rekorde geknackt hatten, haben danach sehr viele andere Leute aufgemacht. Da war Kevin dann sofort raus. Er meinte dann, jo, ich mach nichts mehr auf, das machen wir jetzt zu viele. Aber ich finde es schade, dieses... du hast ja Spaß dran. Ja, das ist es. Das feiere ich halt bei dir. Du kannst ja nur... Also, es würde nicht gut ankommen, wenn ich da nicht Spaß dran hätte, wenn ich einfach nur die Packs aufmache. Also, ich finde das halt... Keine Ahnung, ich weiß ganz genau, jo, heute Abend bin ich für, weiß nicht, Among Us verabredet, da kann ich die Dinger jetzt nicht aufmachen, morgen früh Termin, dann muss ich aufgehen, keine Zeit. Aber ich habe schon dieses Display neben mir und weiß ganz genau, wenn wir in 48 Stunden... Du hältst zwei Stunden, Tage ja, durch, das ist oder auch das Jungle-Ding, das war 3 Wochen zu und ich habe es gelitten, ich habe es dann versteckt, damit ich es nicht sehe die ganze Zeit. Das ist schon brutal oder dann sehe ich so, jo, eigentlich kommen am Mittwoch die neuen, keine Ahnung, Hidden Fates Booster bei dir an oder sowas. Und dann sag ich, ja, okay, Mittwoch, dann werde ich das direkt machen. Auf einmal kommt es einen Tag früher, am Dienstag. Ich so, holy shit, ich habe meinen kompletten Streamplan über den Haufen geschmissen. Bin sofort irgendwie 16 Uhr live gegangen, um diese Dinger aufzumachen. Fühle ich. Also es ist ja egal, ob das jetzt super viele andere Leute machen, wenn ich dabei so viel Spaß habe. Kurzer Funfact, bei mir kommen die auch manchmal früher an, ne? Frag die Jungs, wir sitzen Meetings drin. Ich bin so, ich geh weg, ich versteck mich hier. Ich mach schnell so immer so ein paar Packs auf, wenn keiner da ist. Und dann gehe ich wieder zurück. Oder dann, wenn ich dann so weiß, okay, ich kann mich jetzt nicht verstecken vor denen, dann nehme ich halt die Dinger, teile die auf, gebe jedem ein paar Packs und das zusammen aufmachen. Sag, komm, lass schnell 10 Minuten zusammen aufmachen, dann machen wir gleich weiter, machen wir Pause. Ja, Digga, das ist schon... Digga, ich weiß nicht. Ich find's schön, dass man mit 26 Jahren immer noch Spaß dran hat. Ja. Das ist schon was Besonderes. Das ist schon nice. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wegen diesen Events und so. Das finde ich halt, weil das ist generell, finde ich, so eine Sache auch auf, von, ich meine, wir beide kennen YouTube, wir wissen, wie YouTuber ticken. Es gibt halt so die YouTuber, die dann sagen, nee, der macht das, also mach ich's nicht. Mhm. Und ich kann es verstehen, weil es dann halt unoriginell wirkt. Aber wenn du legit Spaß dran hast, why not? Klar. Und das muss ich sagen, das feiere ich bei dir auch mit diesem Experiment da mit FIFA, mit Pokémon und Wie gehst du da so vor? Du sagst dann einfach, okay, ich mach das, worauf ich Bock habe. Ja. Und es wird schon klappen. Wie zum Beispiel, wie mit dem Opening, als Papa Platte den krassen Glurak gezogen hatte. Ich kannte die ganzen Karten, habe meine Karten von damals geholt, das gesehen, hatte ultra Bock, wollte auch was Geiles aufmachen. Und dann hatte Caruso gesagt, jo, probier erstmal ein Evolution, das sind die gleichen Karten wie damals, aber halt neu gedruckt. So, okay, probiere ich das mal. Und das hat mich halt übel... Gehuckt. Ja, sehr. Dann haben wir nach und nach alles. Es entsteht alles spontan, genau wie der Boxfight. Da war ja diese Streamer-Tierlist, wen würde man im 1 gegen 1 besiegen. So, dann sage ich, jo, Miki, es wird ein guter Kampf, aber ich besiege dich. Und Miki sagt, auf gar keinen Fall, das wird zwar ein guter
guter Kampf, aber ich besiege dich. Und dann sage ich, ja gut, dann lass kämpfen. So, und dann nehmen wir unseren Trainer, organisieren das Ganze und daraus entsteht dann das Box-Event. Dann hat das Gleiche mit Vlesk und Rumatra, Chef Strobel und Henke. Auf einmal haben wir drei Kämpfe und ein Riesen-Event und jetzt muss halt Management nachrücken und das jetzt alles erstmal organisieren und die ganze Produktion einleiten, Partner holen und so. Ist dann natürlich immer groß. Genauso wie die Sache mit der Game-Show mit Teammates, wo ich mit Amar einfach ultra Bock drauf hatte, dass wir da sowas zusammen machen. Können wir sagen, wo wir Bock drauf haben. Wir haben super viele Kontakte in alle möglichen Richtungen und eigentlich alles, wo wir Bock drauf haben, können wir machen. Genauso wie die Rollertour. Das hat ja noch keiner gemacht, von Hamburg nach Berlin mit einem Elektroroller, der eigentlich nur 4000 Kilometer, wie weit kommt der? 40 Kilometer nur? Kommen die 40 Kilometer schon, nicht wenig. Von Hamburg nach Berlin 40 Kilometer? Scheiße. Aber Elektroroller, du meinst diese Dinger so ja, also Leim-mäßig? Also Roller, richtig. Ach so, Motorroller-mäßig. Ja, aber halt Elektro. Ja, ach so, genau. Ja, okay, 40 Kilometer kamen wir dabei. Ja, okay, 40 ist so. So, hat noch keiner gemacht. Haben wir ja alles live gestreamt die ganze Zeit. Hatten so einen Livestreaming-Rucksack, wo drei verschiedene SIM-Karten drin waren mit verschiedenen Netzen, dass man durch Internet hat. Hat auch noch keiner gemacht. Kam auch unfassbar gut an, hat so viel Spaß gemacht. Werden wir auch safe wieder machen. Jetzt wollen wir, ist ein geiles Event. Ist geil. Jetzt wollen wir auch genauso wie eine dreitägige Kanutour irgendwie die Elbe runter oder sowas machen. Auch durchgehend Livestream. Oder, keine Ahnung, vor der Nordseeküste irgendwie drei Tage auf dem Schiff und dann die ganze Zeit da angeln. So ein bisschen wie Angelcamp halt auf dem Schiff. Werden auch sau viele Leute sagen, ist doch fake wie Angelcamp. Das ist egal, wir haben alle ultra Bock drauf. Holen wir, keine Ahnung. Das freut mich. Chef Strobel, Rumatra und Reapers oder die ganze Clique dazu. Und das wird so oder so geil. Es ist ja auch, wenn es jetzt auf Twitch schon 8 Game-Shows geben würde, würde ich trotzdem Teammates hundertprozentig weitermachen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ist ja scheißegal, was die anderen machen. Ich feiere die Einstellung sehr. Also ich finde dieses Ganze, diese Diskussion, ist es jetzt kopiert oder nicht und so. Ich weiß nicht, also das ist ja jetzt, es ist eine Game-Show, das ist Unterhaltung. Es lebt ja auch durch die Protagonisten und ich feiere das auch. Ich wollte auch mit meinen Homies, war immer mein Traum, dass wir mal sagen, okay, wir laufen jetzt 2 Monate lang nach Afrika. Also von hier nach Marrakesch, also nach Nordafrika. Also einfach mal, einfach spazieren. Das wäre schon crazy, so wenn du es halt machst, keine Ahnung. Ja. Also so, es muss zwar, um sowas dann zu livestreamen, Leute immer dabei zu haben und ist crazy, Mann. Ultra geil. Also kann alles machen. Jetzt, wo man auch draußen streamen kann, auch irgendwie, keine Ahnung, Fußball-Event. Wir laden alle YouTuber und Streamer ein und machen dann Fußballturnier. Ist super leicht organisiert. Die Leute würden es so heftig feiern. Ist jetzt nur noch nicht passiert wegen Lockdown. Da bist du verrückt, wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Ja. Das ist auch scheiße als Streamer. Ich feiere diese ganzen Events und Dinge tun, zusammen sich connecten und so. Ich feiere das sehr. Also ich finde das eine coole Sache. Deswegen, wenn du merkst, es macht dir Spaß, dann machst du dir Spaß, dann machst du es einfach, Digga. Ja. Was wollte ich dich noch fragen, Digga? Ich hatte noch irgendwas. Wo waren wir gerade davor? Wir waren bei... Das mit dem Boxen ist auch wild. Da gehst du, ey, was zum Fick? Wieso war Jofi mit Rumatra im Ring dort? Wieso? Bro, ich habe gestern mit Jofi noch gesprochen. Und jetzt gestern und dann halt noch so einen Tag, bevor ich dieses Video gesehen habe. Ach so, stimmt. Ich kenn Jofi. Ja, klar. Nee, er ist ja der Mitbewohner von meinem Bruder. Die kennen sich ja auch schon ewig. Stimmt. Und mein Bruder und Jofi waren ja auch bei der Rollertour dabei. Und die wollten jetzt auch beim Boxtraining mal mitmachen. Und dann sind irgendwie alle in den Ring gegangen und dann sind die auch im Ring. Ultra witzig, stimmt, Bro, ist lustig. Du kommst zu mir und sagst, hey, hast du das Video gesehen? Jofi und Rumatra boxen sich im Ring. So, muss ja für den Jofi random sein. Bro, sorry, random. Wir waren dort, haben es auf Fernsehen angemacht. Guck uns an, wie die sich dort bomben. Stimmt. Das vergesse ich immer wieder. Ja, klar, arbeitet auch in der Agentur, ja, witzig. Ey, das war schon crazy, Digga. Einfach Jofi gesehen, wie er sich dort klatscht. Ich war komplett lost. Was mich interessiert auch, Max, ist, ich fühle es, dass du sagst, du bist so ein Typ, der sagt, du machst das, worauf du Bock hast. Ich bin auch so ein Typ. Was ich aber bei YouTubern und bei Streamern, was, glaube ich, so die tiefere Ebene ist, dass man auch verschiedene Hypes überlebt. Mhm. Und als YouTuber hast du immer eine Halbwertszeit. Ja. Und für mich ist das, was einen guten von einem grandiosen YouTuber ausmacht, ist, überperformt er seine Halbwertszeit. Ja, lebt er länger als seine Halbwertszeit. Und für mich ist hier immer die Frage, was ist dein persönlicher Ethos? Also was ist dein Anspruch an Stream generell? Mhm. Und was ist so der rote Faden von einem Trimax? Was willst du, weißt du, was ich meine? Was willst du erreichen? Was ist so dein höheres Ziel vielleicht auch? Gibt es da irgendwas, das dich antreibt? Gute Frage. Also der Stream... Ich sag mal so, damals, dass das mit Clash Royale alles so funktioniert hat, hatte ich jetzt
eine, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hatte dadurch dann einmal jetzt die Chance, da Gas zu geben. Es hat wahnsinnig viele Leute unterhalten und das macht, glaube ich, so viel Spaß bei der ganzen Sache. Genauso wie jetzt, weil ich letztens zwei Tage, diesmal jetzt auch, weil ich jetzt zum Beispiel hier bin, kann ich jetzt zwei Tage nicht streamen. Jetzt ist gerade auch Lockdown, ist natürlich noch extremer, aber sagen sau viele, du warst zwei Tage nicht da, jetzt wieder Stream, mega geil, freue mich drauf. Und du kriegst einfach wahnsinnig viel positives Feedback. Ich kann einfach das machen, wo ich Spaß dran habe und kann damit so viele Leute da draußen unterhalten. Und das möchte ich weiterhin machen, super lange. Ich will mein 25-jähriges Jubiläum als Streamer feiern zum Beispiel. Geil. Also das ist noch 5 Jahre haben wir gerade erst geknackt. Ne? Das wird noch ein weites Ding. Aber es ist der Spagat zwischen Sachen, was die Leute feiern. Die würden natürlich nur solche Special Events und alles Mögliche feiern. Die würden es jetzt geil finden, keine Ahnung, dass ich jetzt nach Madeira fahre und da irgendwie Klippen springe oder sowas mache. Aber muss man gucken, was feiern die Leute. Und was finde ich geil? Ich streame ja mittlerweile also echt fast jeden Tag quasi. Und es gibt auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Satisfactory-Stream, 72 Stunden lang. Satisfactory ist, glaube ich, so mein Lieblingsgame momentan. Ultra, das Nerd-Game, hat eine ganz kleine Community, nur die das bei mir geschaut haben, hat es ultra gefeiert. Erklär mal kurz das mal noch. Satisfactory ist, du landest auf dem Planeten, gibt es verschiedene Erze, musst du abbauen, einschmelzen, Kupfer und Eisen, Schrauben machen, Plastik herstellen und alles in Maschinen vollautomatisiert und dann für Strom sorgen und immer kompliziertere Teile machen. Am Ende bist du bei einem Raketenantrieb oder sowas, um immer weitere Technologien, immer schnellere Bohrer, Förderbänder. Bleibst du auf dem Planeten oder kannst du? Man bleibt auf dem Planeten. Man bleibt auf dem Planeten. Aber schießt richtige Sachen ins Weltall. Okay, und das ist wie so ein Zivilisationsaufbauen-Ding. Man ist nur zu zweit. Es geht wirklich nur um die Produktion. Man fördert den kompletten Planeten mit einfach. Feier ich aber sowas. Ja, ich auch. Ultra, ultra, ultra. Da sind wir auch gerade, ja, geben wir immer noch weiter Gas. Auf jeden Fall ist das zum Beispiel ein Game, was jetzt keinen Hype hat, was keine große Zuschauerschaft hat, was auch Leute blöd trotzdem finden. Ich mach's trotzdem, weil ich es geil finde. Und das wird auch in Zukunft noch kommen. Aber auf der anderen Seite, so welche Sachen wie jetzt Teammates zum Beispiel, wo wahnsinnig viel auch Arbeit vorhinein drin steckt, was dann auch einen Riesenerfolg mit sich bringt, klar. Aber ist natürlich viel mehr Aufwand, wo du jetzt auch keine Lust hast, die ganze Zeit sowas Großes zu organisieren. Manchmal willst du einfach nur PC anmachen und zocken, wo du gerade Bock drauf hast. Und das finden die Leute auch gut. Aber mit so welchen großen Events. Und ich versuche da irgendwie so den Mittelweg zu finden, was ich geil finde und wo die Leute was geil finden. Also mir geht es in erster Linie darum, die Leute zu unterhalten. Und ich muss halt auch das bieten, was ich bieten kann. Jetzt jeden Tag ein ultimatives Special-Event zu organisieren, geht natürlich nicht. Und dann will ich einfach mal eine Runde Fortnite zocken oder eine Runde Clash Royale, was natürlich auch ultra, ultra viele Leute feiern. Ich finde, du hast was sehr, sehr Schönes gesagt. Also ich glaube, was die schöne Essenz ist, die ich jetzt hier rausnehme, ist, dass du, wenn du wirklich immer das machst, was dir Bock macht, dann wirst du auch solche kleinen Spiele unterstützen. Du wirst diese Kreativität unterstützen, die sich vielleicht auch durchsetzt durch diesen ganzen Corporate Mambo Jumbo wie FIFA und so, die keine richtige Spieleentwicklung mehr sind. Und dann machst du im Endeffekt, promotest du Dinge, die halt underpromoted sind. Das fanden die halt ultra geil. Satisfactory ist jetzt kein so großes Game, den hast du auch gesehen, die Zuschauerzahlen. Und wir haben 72 Stunden durchgestreamt für, weiß ich nicht, 15.000 bis 20.000 Zuschauer im Schnitt. Das ist ja für die Wahnsinn, die sind sonst nie auf Twitch. Stimmt, hat auch dann damit die Positiven, dass die Leute, sagen wir mal, aus dem Mainstream, aus weiß ich nicht, Clash Royale, Fortnite, FIFA, Minecraft einsammeln und sie dann zu anderen Games, wie zum Beispiel Satisfactory bringen, ja, stimmt. Weil sonst, ich sag's dir ehrlich, also ich will jetzt auch keine Namen nennen, so streamermäßig, aber ich habe auch schon oft mit Streamern so Gespräche gehabt, dass ich dann da sitze und die mir erzählen, was man machen muss, damit man erfolgreich ist, so, ne? Und dann ist es halt so, ja, du musst das und das spielen, weil das ist gerade im Hype und wenn du das nicht spielst, dann kackst du ab und du kriegst mehr Viewer durch das. Dann haben die so Pfadabhängigkeiten, die sagen dann, die sind abhängig von dem Game und dann zocken die 3 Jahre Fortnite den ganzen Tag, sagen, sie können nichts anderes mehr zocken, weil das ist halt das Spiel, was man spielen muss. Und dann fragen die sich dann aus heiterem Himmel nach Jahr 4, wenn halt Fortnite-Hype abkackt und ihre Viewer halt auch, hä, warum funktioniert jetzt mein Ding nicht? Ja. Weil du keine Persönlichkeit hast, weil du dich abhängig machst von einem Spiel, du Idiot. Mhm. Ist schwierig, wenn man halt die Core-Community von einem Game hat, da wegzukommen. Hat ja auch, ich habe am Anfang Clash Royale, dann 2 Jahre nur Fortnite. Und dann so langsam der Schritt zu Variety. Aber ist schwierig, auch, keine Ahnung, Leute machen ja teilweise seit 10 Jahren jetzt schon League of Legends oder sowas. Sich davon zu lösen, ist ein schwerer Weg. Aber wenn du das Spiel so sehr liebst, dass du nur dieses Spiel spielst, mach's. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du Fortnite so sehr liebst, dass du auch mit 2 Viewern das spielst, mach's, Bro. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Mach's, wenn es dir Spaß macht. Ja. Aber wenn du Fortnite spielst, weil du denkst, du musst Fortnite spielen und eigentlich würdest du privat gerne was anderes zocken, aber der Zwang fickt deinen Kopf, dann spiel was anderes. Ja. Und scheiß drauf. Ja. Weil die Viewer, die dir jetzt weghauen,
Also die, die verloren gehen, die werden dazukommen mit der Zeit. Mhm. Und wenn nicht, Digga, dieser Segen, den du dir selber machst, da, dass du einfach die Freiheit hast, das zu spielen, was dir gefällt, das ist unbezahlbar. Man muss die Leute auch erstmal abholen. Also es hat auch ein bisschen, wenn ich neue Games bringe, gerade FIFA am Anfang, war jetzt nicht so viel, hat sich dann aber rumgesprochen und aufgebaut. Und also ich kenne nicht, also richtig geguckt habe ich erst seit FIFA. Dauert ja auch. Guck mal, wenn ich jetzt nicht einfach so bei mir im Stream das erste Mal FIFA anmache, wie soll das die FIFA-Core-Community mitbekommen? Das dauert ja erstmal ein bisschen, egal welches Game. Oh, die Game lachen, sagen Trimax Talk FIFA, what the fuck. Ja. Klar, wenn du neue Games bringst, musst du erstmal in die Community rankommen. Aber nee, das muss ich sagen, das feiere ich. Und dann hast du auch so das meinte ich auch mit diesem Anfänger-Ding. Wenn du Variety machst und du, weißt du, weil viele Leute sich halt nicht einer neuen Sache stellen wollen, weil sie halt sagen, ist peinlich, bin ich so gut in dem Game, ich wäre gerne besser. Ist doch gerade geil, dann den Prozess, wie man dann besser wird. Ja, ich sitze da und ich kann mich voll mit identifizieren. Ich sag so, ey Digga, du bist dir nicht zu schade, du bist ehrgeizig, du nimmst das Ding, du nimmst es locker und so. Nee, ist todesgechillt, Digga. Ist sehr, sehr angenehm anzugucken. Sag ich dir wirklich, das ist Real Talk, Respekt, diese Eigenschaft an dir. Das ist was, wo sich auch viele Leute eine dicke, fette Scheibe von abschneiden können und sich dann sagen können, ey, ich bin mir nicht zu schade, ein Anfänger zu sein und schlecht zu sein in einer Sache, die ich anfange. Weil es ist normal, das ist normal in der Welt, scheiße zu sein in einer neuen Sache, die du anfängst. Egal, wer du bist. Ja, stimmt. Und du stellst dich der. Das finde ich sehr, sehr gut. Und trotz dem ganzen Ding, weil, ey, Alter, zu sagen, ey, ich habe 50.000 Zuschauer, ich mache jetzt was Neues, das ist bei dir auch so, da ist deine Existenz hängt dahinter. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist ein Positivbeispiel. Das finde ich eine sehr starke Sache, wo sich auch vielleicht der ein oder andere was abgucken kann von. Danke. Gerne, Digga, nicht zu danken, Alter. Ich finde es witzig, aber auch diesen Tick, so ein bisschen wegzugucken, wenn ich nachdenke. So. da machen mich die Leute immer fertig. Schau doch dein Gegenüber an, wenn du mit dem. Ey, ich auch immer. Wenn man Gedanken ausformulieren möchte, schaut man immer woanders hin. Gell, das ist zu ablenken, wenn ich es nicht angucke. Ich kann, also es ist wie mein Kopf ist gelähmt, Digga. Ja, also, ich weiß auch nicht. Allein diesen Punkt, sich treu zu bleiben, glaube ich, ist eine sehr, sehr coole Sache. Weil du genau dann halt nicht das Opfer wirst von so einem, ja, ich muss FIFA machen, ich muss Fortnite machen, ich muss dies machen, ich muss jenes machen, sondern du dann auch neuen Stuff machst. Das belebt auch diese ganze Kultur. Nur so kann man das dann so lange machen. Wenn ich jetzt irgendwas, wo ich keinen Bock drauf hätte und dann jeden Tag das. Es geht ja auch so, also ich könnte jetzt auch super doll von den durchschnittlichen Zuschauern runtergehen. Es würde ja immer noch super funktionieren, ich könnte immer noch absolut davon leben, wenn ich einfach die Sachen mache, wo ich Bock drauf habe. Wenn jetzt zum Beispiel Pokémon nicht so ultra krass angekommen wäre, hätte ich das, also ich bin jetzt egal, ob das jetzt 20.000 Zuschauer sind oder halt dann, keine Ahnung, 360.000 Zuschauer oder sowas. Wenn es da draußen Leute gibt, denen das gefällt, ist nice. Und wenn ich auch daran Spaß habe und dann siehst du halt von Game zu Game, wie das unterschiedlich ist, wie viele Leute da halt zuschauen. Aber wie viel es dann letztendlich ist? Das finde ich eine gute Einstellung. Das ist auch, glaube ich, auch sehr schwer, sich davon loszulösen. Weil Leute gucken auf die Viewer. Also so als Streamer. Das schon muss man, glaube ich, erstmal hinbekommen, das auch psychisch sich davon zu entkoppeln. Ich habe auch durchgehend die Viewerzahlen offen. Klar, damit ich einfach als, manche mögen das ja gar nicht, aber ich habe es einfach als Feedback, wenn ich zum Beispiel, was soll man machen? Ich bin in irgendeinem Game und sehe jetzt zum Beispiel, was ist geiler? Soll ich versuchen, zum Beispiel jetzt in Clash Quest, soll ich versuchen, noch weiter hoch zu pushen, aber ich nehme da jetzt, kann da nur wenige Sterne mitnehmen? Oder soll ich erstmal wieder nach unten gehen und da dann alles ausführlich machen und jedes Level erstmal komplett abschließen? Mhm. Oder mache ich am Anfang einmal viele Kisten auf und gehe dann ins Game rein? Oder versuche ich immer wieder so weit zu kommen, wie es geht? Und wenn es nicht mehr geht, dann mache ich ein paar Lootboxen auf. Mhm. Und dass du durchgehend das Feedback hast, was den Leuten halt gefällt. Weil darum geht es mir, die Leute zu unterhalten. Und wenn ich jetzt das so leicht anpassen kann, dass ich in den Viewer-Schwankungen sehen kann, was jetzt gerade gut ankommt, was den meisten Leuten gefällt bei dem, was ich mache, kann man sich da natürlich super dran orientieren, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, die man da verändern kann. Wenn du das als Feedback-System nimmst für dich, wie du dein Content gestaltest, ist es, glaube ich, eine schlaue Sache. Solange du immer noch das machst, quasi so, was dir Spaß macht, so in letzter Zeit. Mir ist es egal, ob ich am Anfang die Kisten aufmache, in der Mitte immer mal wieder zwischendurch, ob ich jetzt erst Liga spiele oder erst die normalen Games, ob ich erst die unteren Level oder da oben, ich feiere das alles. Ich versuche dann nur das zu finden, was die Leute geil finden. Aber du darfst nicht einen Fehler machen, glaube ich, du darfst nicht, wenn deine Viewer 20% besser sind, darfst du nicht 20% glücklicher sein. Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, das ist so die Krux. Das sowieso nicht. Das ist absolut nicht der Fall. Das ist. Du hast die Core-Community, die das schaut, was du machst, fast immer. Wenn das mal krass nach oben steigt, ist geil. Wenn dann auf einmal, keine Ahnung, auf einmal fangen alle an zu streamen. Das, weiß ich nicht, am Freitag streamt zum Beispiel immer ultra viel. Da hat jeder weniger Zuschauer, weil einfach gefühlt jeder streamt. Wenn da 20, 30, 40% weniger sind, ist völlig fein.
Wie kriegst du das aber hin, so mit deiner Konstanz auch? Und also, weil das ist ja echt krass, das muss man auch sagen. Also neben dem ganzen Ding da, wo ich vorhin gelobt habe, ist auch deine Konstanz halt brutal, Digga. Was meinst du, dass ich streame? Ja, Digga, du bist am Start. Also so, dass die Sonne morgen aufgeht, ist so sicher wie das Trimax Stream. Ja, stimmt. Geht aber alles kombinierbar. Jetzt mit Boxtraining, Freundin noch. Gut, jetzt ist eh Lockdown. Da kann man. Wie ist mit Freundin? Weil wie kommt die drauf klar? Das geht. Also wir machen, keine Ahnung, ich stream vielleicht einmal alle, weiß nicht, 9 Tage mal abends nicht, wo wir den kompletten Tag was dann zusammen machen. Das geht immer ganz gut. Ansonsten ja, 2x die Woche halt dann vorm Stream. Ich meine, wenn sie jetzt zu Hause ist und, weiß ich nicht, einen freien Tag hat von der Uni aus und wir haben von 10 Uhr morgens bis 19 Uhr abends, das dann noch irgendwie zweimal die Woche, zusätzlich zu dem Tag, den wir den ganzen verbringen, geht das total. Das ist ja, wie viele Paare sehen sich denn durchgehend, wenn beide ganz normalen 9-to-5-Job haben oder dann abends noch. Du hast auch viel zu viel, wenn du aufeinander rumhockst. Ja, genau, Du nur dumm. Von. Also das ist völlig in Ordnung. Jetzt fast 6 Jahre zusammen. Das geht jetzt, ich meine, ich stream seit ist gut. 5 Jahren. Das geht, das ist super zu kombinieren. Ist aber auch eine schöne Sache, 6 Jahre zusammen sein. Die unterstützt dich dann wahrscheinlich, sonst könnte die 6 Jahre das nicht mit dir aushalten. Ja. Ja. Das ist eine schöne Sache. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt haben einige Leute haben gefragt, so wie das ist mit Privatleben und Streamen und so, ja, mit Familie und Freundin und so. Da haben mich ein paar Leute tatsächlich gefragt. Aber insgesamt Privatleben, klar, wenn du jeden Abend streamst, keine Ahnung. Dann, das ist heftig, ne? Wenn deine Freunde was am, jetzt mit Lockdown ähnlich, aber die machen, keine Ahnung, Samstagabend eine Hausparty, sagst du, jo, Samstagabend geht nicht, das streame ich so. Sonntag genauso, vielleicht Freitag, also ich stream fast immer. Das ist natürlich dann schwierig. Aber sonst, keine Ahnung, wenn du mal vom Lockdown gesagt hast, ja, wir treffen uns Sonntag 13 Uhr zum Kicken auf dem Fußballplatz, sag ich, klar, bin ich dabei, ist in Ordnung, kriege ich alles kombiniert, das geht dann schon. Aber wenn man jeden Abend streamt man jeden Abend. Auch wenn die Familie irgendwie abends, ja, jetzt treffen wir uns ja alle zusammen und essen was. Ja, passt nicht, ich bin da Sonntagabend raus, Sonntag ist der wichtigste Tag, das geht nicht. Sagen wir, okay, dann verlegen wir das Abendessen von Sonntag extra für mich auf den Brunch, so Frühstück, Mittagessen mäßig, wo dann alle kommen. Ist auch kombinierbar, die haben da auch totales Verständnis für. Das heißt, da sagst du, du lebst da, hast genug Privatleben, dir fehlt es an nichts, du hast... Nee. Es ist jetzt Lockdown ist schon hart. Also wichtig war es für mich immer, vormittags zum Sport zu gehen, so 3-4 Mal die Woche. Können wir jetzt gut kompensieren mit Boxtraining. Aber dieses zum Sport gehen, einfach als Ausgleich, da so Bruder treffen, Kollegen, Freunde, zu 5, zu 6 beim Sport, danach natürlich zusammen was beim Mittagstisch beim Italiener holen, dann nach Hause. Das fehlt schon, klar, aber geht. Geht noch. Also das mit dem Boxtraining ist das jetzt in Ordnung. Das macht auch super viel Spaß. Ja. Das ist schon heftig, Digga. Also du, wenn du 6 Mal die Woche streamst, schon. Dann immer so. Wie viele Stunden machst du? Unterschiedlich. So mindestens 5. Und dann halt hoch bis, keine Ahnung, 9, 10, 11 manchmal. Krass. Sehr unterschiedlich. Aber ich komme so vielleicht auf 200 Streamstunden im Monat. Mhm. Sag mal weniger, manchmal 180, manchmal 220. Schon heftig. Also da setzt dich hin, überlegst dir, okay, was machst du jetzt heute? Oder machst du einfach, setzt dich hin und legst los? Ich mache immer das, wo ich denke, das haben wir lange nicht mehr gemacht, da habe ich jetzt Bock drauf. Einfach mal eine Runde Fortnite Solo Arena bei 0 Punkten oder jetzt mal wieder Brawl Stars angehauen oder jetzt Clash Royale hat mir nach langer Zeit wieder gemacht. Aber auch oft dann einfach mit den Updates, das was Neues wird dann... Stimmt, was Neues kommt und dann... So Warzone ist ein, wenn da ein Live-Event ist klar, dass man das dann macht, wo dann alle Bock drauf haben. Updates ist sowieso super einfach. Ja, ein Update, das ist geil. Einfach das Update zocken. Und dann kommen die Homies und sagen, ey Bro, lass das mal und trifft sich Discord und man macht's. Ja. Nee, es ist so eine Zwiespaltsache, weil Stream macht übel Fun, aber ich muss schon sagen, dass es schlaucht. Also ich zum Beispiel habe bei mir gemerkt, ich habe Probleme, also wenn ich stream, dann muss ich früher streamen, weil ich kann nicht pennen danach direkt. Ja, ich bin zu aufgedreht. Also ich bin pennen danach geht immer nicht, das ist immer schwierig. Also wenn du bis 3 Uhr streamst, direkt danach ins Bett funktioniert nicht. Also ich brauche dann bis um 5, 6 oder so. Ja, ich brauche meistens eine Stunde nach dem Stream, bis ich dann pennen kann. Ja. Also ich bin so ein Typ, brauche eh länger, aber also ich muss sagen, ich muss echt, wenn ich jetzt hier streame, ich müsste 18 Uhr anfangen oder 20 Uhr spätestens und 23 Uhr aufhören. Mhm. Also länger, ich denke, das würde mich ficken. Ich könnte da nicht pennen gehen. Das fickt mich voll krass. Ist krass, man ist danach übel aufgedreht. Das wärst du irgendwie auf irgendwas. Ich muss erstmal dann, keine Ahnung, Essen machen. Ich esse ja meistens nachts dann noch was. dann kann ich noch irgendwie eine halbe Folge Serie gucken, dass man ein bisschen runterkommt wieder. Ja, und dann ab ins Bett, ja.
Ey, brennen deine Augen auch so von dem Licht? Das ist noch dunkel. Ich mache viel heller zu Hause. Krass, ist es normal, dass meine Augen so ein bisschen trocknen von dem Shit? Nee, ich hab 8 Stunden gepennt, Bro. Das helle Licht ist auch immer mega geil, dass man wach bleibt. Das ist fast noch wichtiger als Koffein. Hast du so helles Licht direkt über deinem Bildschirm, kannst du gar nicht müde werden. Stimmt, das. Aber ich denke, ich würde dunkel streamen. Also da würde ich den Monte machen. Mhm. Bro, also dieses übel helle Stream, wie du das machst, das ist. Ja, mit Greenscreen halt, ne? Wieso? Greenscreen? Es ist immer hier, was machst du? Machst du Facecam? Klar, bei Monte ist geil mit Aquarium und so, aber der Monte an sich ist super klein. Du siehst zwar viel Hintergrund und alles, das ist ja trotzdem eine große Facecam, aber sein Gesicht ist klein und dann nicht so ausgeleuchtet. Klar, kann man auch geil finden, finden einige Leute den Stil geil. Gehst du aus konsumpsychologischen Gründen ist das schlecht, deswegen machst du. Das ist auch geil, gerade wenn er Fullcam geht, mega nice. Wenn ich Fullcam gehe, habe ich halt keinen Minecraft-Hintergrund, weil ich halt Greenscreen bin. Ne? Aber dadurch kannst du die Facecam halt wahnsinnig groß machen, wenn du perfekt ausgeschnitten bist. Und dann siehst du, wenn du dich ärgerst, wenn du dich freust, viel mehr. Das ist, Leute, die, tu mal, was haben wir, 84% der Zuschauer schauen über Mobile. Und dann, wenn die Facecam klein ist und dann ist da drin noch klein die Person, ist das schon ziemlich klein. Deswegen bin ich habe, glaube ich, die größte Facecam auf Twitch. Ja, stimmt. Das ist aber schon so. Also, wenn du mehr Gesicht siehst, mehr Ausdruck, mehr Appeal. Ja, ja. Auch für die YouTube-Videos danach. Ist halt die Qualität der Cam besser. Wenn es größer ist, kann man da ranzoomen, noch mehr Edits machen und sowas. Ich bin ein Fan von Greenscreen. Aber ich finde es auch geil, so, wenn du den Raum halt siehst. Ich habe auch ab und zu, wenn ich Gäste da habe, ist Greenscreen raus. Die Leute auch den Raum feiern, ultra geil. Sag ich, ja, ultra geil, bis wir ins Gameplay gehen. Und dann hast du halt entweder so einen Kasten oder du machst es halt klein und dann sind die Köpfe nur noch so klein. Ja, ich glaube, ich mache das hier trotzdem einfach nur mit Ding. Ich tue hier meine Kamera hin und dann scheiß drauf, Digga, einfach dunkel machen. Und das, da würde mich, das, da, da werde ich dumm von. Da werde ich wirklich dumm von. Was auch, glaube ich, interessant ist, auch nochmal, weil vielleicht der ein oder andere zuschaut, der das mit dem Geld nicht so ganz begreift. Du verdienst ja eine Menge Kohle mit dem ganzen Zeug. Mhm. So. Und dann haben mich auch Leute gefragt, ey, so, ich will nicht fragen, wie viel du verdienst, das ist eh eine schwachsinnige Frage, aber wie gehst du erstmal persönlich um mit dem Geld? Also welchen Stellenwert hat Geld für dich? Und hast du da irgendwelche Ziele, wo du sagst, okay, das ist jetzt für dich, du möchtest dir noch irgendwas kaufen oder irgendwas Gutes tun oder ist es einfach nur, du willst dein Content finanziert bekommen und leben können? Damals ja angefangen, hatte ich ja noch als Student und nebenbei halt Pizza ausgeliefert für 200-250 € im Monat. Das hatte ich als finanzielles Ziel, das mit Stream zu verdienen. Das hat dann auch relativ zügig geklappt, aber dann konnte ich den Beruf halt 2-mal die Woche Pizza ausliefern, kündigen, um dann halt mehr zu streamen. Das war halt geil. Und danach hatte ich keine Ziele. Das ging dann alles so schnell irgendwie und wurde immer mehr. Und auch heutzutage, klar, das ist wahnsinnig viel Geld, was bei da rumkommt, wo es, wenn wir, keine Ahnung, mit Sponsoren oder Kampagnen das Ganze verhandeln, geht es dann gar nicht darum, dass ich möglichst viel Geld rausschlage, sondern dass ich einfach nur den Wert bekomme, den es tatsächlich hat. Es ist völlig bekloppt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe gerade keinen Headset-Partner, aber wenn wir zum Beispiel einen Headset-Partner haben, weil ich das Ding jeden Stream trage, ist es in jedem YouTube-Video drin, ist es verlinkt in den Panels, ist es in der Videobeschreibung, ist es einfach vom Wert, von der Reichweite und wie oft ich auch streame, dass ich alleine über 5.000 € monatlich kriege für ein Headset, was ich nie erwähnen muss. Du kannst vielleicht im Chat Ausrufezeichen Headset, dann ist da ein Link, das war's. Und dass du, weil ich muss so oder so ein Headset tragen, dass ich quasi nichts dafür mache und vielleicht noch einmal ein Headset an die Community verlose, was dann auch alle mega feiern, aber was ja dann eigentlich auch wieder Werbung ist. Und dass du für so eine Kleinigkeit schon mehr verdienst als die meisten, ist schon brutal. Also ich war auch gestern bei Worldwide Wohnzimmer, es ist schon zu viel. Alleine wenn du das mir reinschaust, was du einen Partner hast, das hat natürlich einen Wert, der wird von außen bestimmt, ist einfach so. Da kann ich ja auch nichts machen, wenn ich jetzt sage, Leute, das ist mein Headset, das habe ich seit einem Jahr, bin ich super zufrieden mit, wenn es natürlich stimmt. Ne, kannst jetzt nicht irgendein Scheißprodukt verkaufen. Wir hatten auch mehrere Headset-Partner, die potenziell waren, aber dann hat mir der Bügel nicht gefallen oder es war mir zu eng oder zu klein oder ich fand den Sound nicht so nice wie bei meinem jetzigen, wo ich dann auch alles eiskalt absage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stuhl habe, Maus, Tastatur, Bildschirme, irgendwas, was ich seit Jahren benutze, was ich geil finde und dafür Werbung mache und was das für einen Einfluss auf die Community hat, weil sie mir vertrauen und sagen, der sagt, das ist cool, dann probiere ich das auch mal, kann man auf jeden Fall machen, was da für Umsätze rumkommen und das bestimmt halt den Wert. Klar. Ist es so, dass du sagst, willst du da noch mehr? Was hast du für eine Beziehung zum Geld? Weil ich sehe, du fährst jetzt keinen Ferrari, trägst zwar einen schicken Wecker,
Aber so, ich. Für also, mich wirkst du dann relativ. Es ist so, dass ich ja wahnsinnig viel streame, ja, und fast gar nicht dazu komme, irgendwie Geld großartig auszugeben, weil ich halt so viel streame. Wichtig, Content refinanzieren, klar, dass ich so die coolen Sachen auch noch in Zukunft machen kann. Wie jetzt zum Beispiel das LAN-Party-Studio, wo wir dann zu 5 zocken werden mit Schlafstream, Fitnessstudio. Also war alles teuer, kostet dann vielleicht so 30.000 Euro oder sowas, dass ich das einfach nehmen kann und das als Geschäftsausgabe nehmen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie noch ein extra Placement oder sowas für annehmen muss. Das ist schon sehr, sehr nice. Ansonsten bin ich eher so auf der Suche nach Sachen, die ich geil finde, um damit dann irgendwie Geld auszugeben. Ja, okay. Wenn jetzt zum Beispiel Romatra feiert Motorräder Ultra. Mhm. Ich wünschte, ich würde sie mega geil finden. Dann kann man sich da was holen. Oder, keine Ahnung, einige andere feiern irgendwie Oldtimer oder andere sammeln Uhren und finden das gleich. Eine Uhr gut, die trage ich, Punkt, Ende, aus. Eine zweite Uhr kommt für mich nicht in Frage. Dass man eher noch so was sucht, wofür man das Geld ausgibt, womit man sich dann auch selber belohnen kann. Weil zurzeit wird es dann einfach nur beiseite gelegt für schlechtere Zeiten. Sehr gut. Das heißt, so wie ich das jetzt höre, auch wenn du 3.000 Euro im Monat verdienen würdest, würdest du einfach weiter Twitch machen? Ja, das ist sowieso. Also sobald ich davon leben kann, ich würde es immer weitermachen. Nee, also ich muss sagen, das ist eine angenehme Sache auch, dass du da so ein bisschen unberührt bist vom Geld. Kann man so oder so sehen. Also wenn ich jetzt 100.000 Euro für Pokémon-Karten ausgebe, das ist natürlich eine Geschäftsausgabe, nicht privat, kein richtiger Konsum. Es ist schon viel. FIFA, Pokémon-Karten und die anderen Mobile-Games. Ja, aber du bist jetzt nicht ein Jahr lang auf Drogen inaktiv und. Ach so, ja, nee, sowas. Ja, nee. Also, du schadest dir persönlich halt nicht. Das ist, also, das ist eine Sache, Max. Das ist nicht selbstverständlich, mit so viel Geld so umzugehen. Glaub mir, das ist eine gute Sache. Das ist. Ja, stimmt. Aber ich bin. Zum Beispiel, ich finde es ultra wack, ultra klischeehaft, wenn irgendwelche 15-Jährigen auf einmal auf YouTube ultra viral gehen, ihre Hauptschule irgendwie abbrechen und dann mit 17 ist er halb vorbei und melden Privatinsolvenz an. Ne? Gibt's immer wieder. Das ist ja so dermaßen klischeehaft oder auch wie viele da dann in die Privatinsolvenz kommen, nicht weil sie jetzt, keine Ahnung, abgezogen wurden oder sonst irgendwas, sondern weil sie einfach alle Gelder, die reinkamen, ausgegeben haben. Aber das ist eine typische Sache auch für YouTuber. Ja, aber das ist so eine typische Sache für YouTuber. Also ich mag alle und ich habe gar keinen Stress mit denen, aber das ist ja, aber zu viel. Also du legst die Hälfte der Gelder beiseite, das sind Steuergelder. Und 2 Jahre später hast du die nicht und dann bist du Privatinsolvenz. Wie viel ist das schon passiert? Ja, das passiert doch die ganze Zeit. Ja, wie finde ich so wack? Also wenn ja, das jetzt YouTuber rechnet, 2006 Brutto? Passiert, okay, ja gut, das kann dann mal passieren. Aber welcher YouTuber meldet denn 2021 noch Privatinsolvenz an, weil er die Steuergelder nicht beiseite gelegt hat? Ja, aber Bro, das passiert doch heute immer noch. Du hast die Nähe. Ja, aber ich habe null Verständnis für. Ist das okay? Weil es ist, jeder YouTuber, der Geld verdient, sagt man, holy shit, pass ist ein Künstler auf, für mich. Alle fallen auf die Schnauze, weil sie die Gelder nicht beiseite legen. Und dann bist du YouTuber, gehst viral, ist der Hype weg, zu viel Gelder ausgegeben, hast die Steuergelder nicht privat insolvent. Das wäre mir doch so unangenehm. Das ist doch so ein Klischee. Das ist die Platz 1 Gefahr, was dir als YouTuber passieren kann. Und es ist Tausenden vor dir passiert. Und dir passiert es trotzdem? Ja, es passiert. Es ist halt so, wie soll ich sagen, Bro, es ist halt. Für mich sind YouTuber vom Temperament eher Künstler. Die wollen einfach Content machen oder irgendwas machen. Bin ich bei dir, ja. Weißt du, keiner von uns, glaube ich, hat Spaß, sich um Steuern zu kümmern und Co. Mhm. Ist ja zu Genüge diskutiert worden. Steuern sind auch unnötig kompliziert. Wie hoch die jetzt sind, können wir uns drüber streiten. Ja, man könnte auch mit weniger Geld und einem weniger bürokratischen Apparat immer noch dieselbe Effizienz und noch mehr Produktivität hinbekommen im Staat und alle wären glücklicher. Mhm. Produktivität wäre höher und man hätte Geld gespart und könnte damit vielleicht auch was Sinnvolleres machen. Aber gut, das ist eine politische Angelegenheit, die man wann anders diskutieren kann. Aber als YouTuber, Bro, du sitzt da, die denken sich, okay, die haben einen Geltungsdrang. Die sind da und dann denken die, okay, ich muss jetzt auch eine Mercedes-VIP-Miete haben, weil der YouTuber hat es auch. Dann zeigen sie ihr Auto, dann geht nochmal die andere Hälfte der Kohle für die Miete flöten, dann ja, kauft man sich noch einen schönen Wecker. Dann definierst du dich ja direkt über dein Auto. Das machen doch voll viele Leute. Das machen doch voll viele Leute immer in der Öffentlichkeit. Wird vielleicht besser, aber war schon lange so, dass, also ich muss schon sagen, dass die ganze Öffentlichkeit schon sehr lange Geld angebetet hat. Okay. Also vielleicht in deiner Bubble nicht, aber so ja. in meinem Empfinden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, siehst du? Und ich finde es, deswegen, ich finde es erfrischend, von dir das so zu hören, dass du da einfach so einen Bezug dazu hast. Du machst deinen Content weiter und du weißt, okay, verdienst du jetzt 100.000 Euro im Monat oder 300.000 Euro im Monat. Ey, der Content ist das, was zählt und halt, ne, das ist eine Sache, die
merkt man erst, wenn es dann soweit ist. Und eine der Dinge, die du gemacht hast, ist ja deine Klamotten, Alter. Das wollte ich auch noch, wollte ich auch mit dir drüber reden. Mhm. Wie ist es zustande gekommen? Hast du dich mit Amar hingesetzt, hast gesagt, okay, ey, wir lassen jetzt Klamotten machen, hier, wir buttern da so und so viel Cash rein, produzieren was, machen was. Wir hatten zu zweit noch einen Kollegen, der ist da auch mit Geschäftsführer. Zu dritt machen wir das ganze Jahr, deswegen auch AMA, Alvaro, Max, Amar. Und er hatte einfach wahnsinnig viele geile Kontakte, halt nach Portugal, Porto, für die ganzen Produktionsstätten. Hat mir uns super viele Sachen präsentiert, was es alles gibt. Teilweise für was produziert wird und für was das verkauft wird. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte mich mit Mode vorher ja gar nichts befasst. Ne? Wobei jetzt auch alle unsere Teile erstmal super schlicht sind. Da kannst du ja gar nicht großartig was falsch machen. Dass wir das gesehen haben und einfach, ich fand es brutal, dass du, keine Ahnung, du produzierst für die Hälfte wie das Shirt jetzt hier, aber verkaufst es für 180, was ich echt total frech finde. Also wenn du schon ein Shirt verkaufst für 180, kann es ja egal sein, ob die Produktionskosten jetzt bei 5 Euro sind oder bei 20 Euro, weil du hast ja eine wahnsinnig riesige Gewinnmarge. Die rechnen das ja anders tatsächlich. Also die rechnen zum Beispiel Gucci oder so, die haben Faktor 13. Also die haben jetzt zum Beispiel, Teil kostet 50 Euro in der Herstellung, tut es meistens nicht. Also jetzt das Shirt, aber sagen wir, das Shirt kostet 20 Euro mal mit Biegen und Brechen. Und dann hast du noch deine Marketingausgaben und so, also den ganzen Kopf, ne? Firma, was kostet jetzt Gucci, Headquarters, Miete von dem ganzen Ding, jeder Mitarbeiter, dann wird das reinfakturiert und dann nehmen die das ganze Ding und Marketing, bla bla, halt alle Kosten und das nehmen die mal 13. Ja. Also so rechnen die. Ey, aber egal wie es zustande kommt, wenn du ein Shirt verkaufst für 300 Euro und nach dem vierten Waschen geht der Druck ab. Das ist Müll. Digga, ich kann's bei Hugo fassen. Boss, glaube ich, war das so, dass sie da nicht unter... Ich bin mir nicht sicher, aber ich hab mal gehört, wie viel die maximalen Shirt produzieren. Und das ist teilweise wirklich so, du guckst so, hä, was? Also die Produktionskosten sind niedriger als die Marketingkosten. Deswegen können ja diese ganzen YouTube-Leute, das ist ja auch was Schlaues tatsächlich, eine viel bessere Qualität anbieten, weil sie die Marketingkosten nicht reinfakturieren müssen. Richtig. Und der Kunde kriegt halt nur die Qualität. Es ist, wie du gesagt hast, ich habe ja eigentlich nur Hugo Boss Shirts getragen. Ja. Die kosten immer 50 Euro. Ich gehe mal ins Outlet, krieg die für 25 Euro. Sag ich, yo, das steht mir, das nehme ich direkt 20 Mal mit. Und die sind alle gerissen, alle überall gerissen. Scheiße, die laufen ein. Es waren nice Shirts, aber die kannst du knicken. Also die gehen einfach in der Waschmaschine sofort kaputt. Und da haben wir uns einfach gedacht, jo, die super viele große Marken ruhen sich auf den Namen aus. Ja. Die könnten jetzt, Gucci könnte jetzt Shirts produzieren für 3 Euro und sie für 200 Euro verkaufen. Die würden es immer noch kaufen. Das geht nach dem ersten Waschen, löst es sich auf, die würden es immer noch kaufen. Und da haben wir das Problem gesehen und gesagt, jo, wir produzieren in den gleichen Städten wie halt super viele große Marken, die dann aber noch Abstriche machen und sparen. Und wir haben gesagt, wir wollen von allen das Beste, auch, keine Ahnung, Washing-Labels oder Print, Druck, alles Mögliche. Haben das dann gemacht, haben uns super viele Sachen angefordert, haben geguckt, was ist gerade in, was ist angesagt, haben aus verschiedenen Shirts was zusammengebastelt, haben uns da dann wieder die Muster schicken lassen und haben uns so nach und nach dann den Schnitt und was wir haben, wo wir alle gesagt haben, ey, mega geil, feiern wir, zusammengestellt und haben das Ganze dann gemacht und auch zu einem Preis angeboten, wo du sonst diese Qualität nicht kriegst. Kam super, super geil an, der erste Drop. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten. Macht mich, also ich habe noch nie in einem Projekt so viel Arbeit reingesteckt oder so viel Zeit, aber das ist dann, da war ich auch echt aufgeregt, als wir das bei Teammates announced haben und vor dem ersten Drop und alles Mögliche. Da, ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt, aber dass das dann alles so ein großer Erfolg war und dass die Leute auch das Feedback, alles gut war, hat mich wahnsinnig beruhigt. Also das ist schon nice. Und ich finde das auch ultra geil. Wie zum Beispiel eure Ola Kalar-Sachen habe ich auch super viel im Stream getragen. Fand ich auch mega geil, dass es einfach YouTuber gibt, die das machen und sagen, jo, wir haben jetzt hier einfach ein geiles Produkt, eine gute Qualität und da kann man das wunderbar raushauen. Da könnten gefühlt noch viel mehr keine Ahnung, Influencer oder Streamer oder YouTuber, wenn es eine geile Qualität ist, das rausbringen. Finde ich viel geiler, dann hast du viel mehr die Geschichte und dann weißt du auch viel mehr, da geben sich Leute Mühe, weil wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ein Shirt rausbringt für 40, 50 Euro und das kostet in der Herstellung 3 Euro, merken das die Leute und ist scheiße. Ich bin haftbar, also wir haften mit unserer Reputation, Reputationen sind unsere Währung. Wir sind Leute in der Öffentlichkeit und sobald wir jetzt Scheiß-Shirts machen würden oder irgendwas Bescheuertes, leidet direkt der Streamer, der Content-Creator, der YouTube darunter und das ist auch nochmal nice. Was ich zum Beispiel super wichtig finde, ist bei Mode ist auch dieser immaterielle Wert.
eines Logos, einer Brand, wofür steht sie, was macht sie, und ich glaube, dass das ist was bei euch, das mit der Qualität, da bin ich voll bei dir, also ich muss auch sagen, jetzt, ich habe mir das auch angeguckt und so, ich finde, also ich habe da nichts zu meckern, okay. Das ist echt gut, auch Stick und so diese Kleinigkeiten, das ist echt gut gemacht. Was ich mich frage, was viele Leute sich da gefragt haben, ist dieser Cash-Grab-Gedanke. Ja. Wie viel steckt dahinter, dass man sagt, ey, das machen gerade viele Leute, beispielsweise Justin, Ashraf, ich will uns gar nicht da nennen, weil ich will jetzt auch gar nicht über uns da reden, aber wie stehst du, also inwieweit kannst du sowas nachvollziehen? Weil ich kann es schon nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, ein Trimax, der vom Gaming kommt, der nichts mit Mode zu tun hat, der macht jetzt ein Modestudio. Wie viel hat jetzt Amar mit Mode zu tun? Was machst du? Was sind eure Ansprüche? Was ist euer Ziel? Was ist euer Gedanke? Wer soll diese Klamotten tragen? Und was ist auch das Ding? Weil für mich zum Beispiel, also wenn ich jetzt wirklich von Mode spreche, dann ist für mich auch so eine kleine Herausforderung künstlerischer Natur zu sagen, was ist das Statement? Also was ist zum Beispiel irgendwas Gesellschaftliches, was du kommentierst mit der Mode? Und ich glaube, dass du da auch Tiefgang hast, wo du sagst, ey, das ist mir eine wichtige Sache oder das möchte ich thematisieren. Was ist für dich bei AMA Studios, was soll die Marke representen? Wer soll es tragen im Idealfall? Und was ist die erste Assoziation, die Leute damit haben sollen? Ja, erstmal das Ding mit dem Cash Grab, ultra oft gelesen, sau viel. Wir haben jetzt das Gespräch schon gehabt. Wenn es jetzt darum geht, möglichst schnell möglichst viel Kohle zu machen, keine Ahnung, ich sag mal, so Games wie Raid Shadow Legends, 2 Streams, 2 YouTube-Videos, da kannst du 6-stellig mit verdienen bei der Reichweite. Das heißt, und auch all so welche Sachen habe ich die ganzen 5 Jahre nicht gemacht. Ich habe Donations aus. Womit du viel mehr Geld verdienst, ist tatsächlich Merch an sich, ne? Da kannst du, keine Ahnung, kommen die auf dich zu, produzieren das günstiger, ist irgendwie dein Logo drauf, ein paar Sprüche, verkaufst dich wie bekloppt, Produktionskosten von einem Shirt vielleicht 3 Euro, kannst du verkaufen für 20 und gut ist, damit würde man richtig Kohle machen. Das heißt, dieser Cash-Grab-Gedanke kam von vielen. Wer mich kennt, weiß, das ist es nicht. Wir haben ja einfach nur eine Chance gesehen und es gesehen, die Shirts sind scheiße. Ich habe früher auch bei Jack & Jones oft gekauft. Ist alles nur noch Stretch irgendwie, was mich gar nicht mehr abholt. Sonst habe ich ein bisschen bei G-Star was geholt. Fand ich auch nicht mehr so nice. Bei Hugo Boss fand ich die Shirts geil, aber auch da wurden sie immer dünner. Der Stoff wurde immer leichter. Die reißen einfach in der Waschmaschine. Und dass wir da gesehen haben, wir haben eine Chance. Wir können geile Qualität machen. Wir haben die gleichen Produktionsstätten. Lass uns da was machen. In welche Richtung das jetzt alles geht? Wir werden uns jetzt beim nächsten Job auch 2 sehr geile Designer ranholen und da was wahrscheinlich etwas, wir werden immer noch so schlichte Standards-Designs haben, was halt gerade im Trend ist, was wir alle feiern, was ich trage die Klamotten zum Beispiel auch wahnsinnig gerne mit dem schweren Stoff und so, aber da werden wir auch vielleicht ein bisschen was Mutigeres machen, vielleicht ein bisschen mehr was mit Farbe, gucken wir uns die Richtung, aber auch nicht zu stark, dass wir immer noch so Standard-Pieces haben, die einfach schlicht, elegant, gut aussehen, aber auch ein bisschen was Mutigeres und in welche Richtung sich das Ganze bewegt, werden wir dann sehen. Es ist auch nicht so, dass das jetzt eine Brand ist für meine Community. Absolut nicht. Bei den Preisen kann sich das ein Schüler und Student nicht unbedingt leisten. Muss man auch gar nicht. Also absolut nicht. Ich habe auch zu Hause 5 Euro H&M-Shirts vorher getragen. Kann man jetzt auch sagen, jo, kauft man nicht von H&M für 5 Euro. Weiß man nicht, für welchen Umständen das hergestellt wurde. Ja. Aber ein Shirt ist ein Shirt, klar. Und man würde auch das Rad jetzt nicht neu erfinden. 90% der Leute, die in der Textilwirtschaft arbeiten, tatsächlich haben nicht genug, um ihren Lebensunterhalt zu decken. Ja, sowas also vom Gehalt her. Sowas zum Beispiel. Und dann beschweren sich die Leute wieder, wenn es ein bisschen was Teureres ist. Ja. Ne? Wenn wir das Ganze zu sehr geilen Umständen produziert wird, wenn der ganze Versand und Lagerung in Deutschland ist und dann sind sie, wenn die Arbeitsrechte dann gut sind sie da direkt wieder sauer. Also ja, das muss man, die Kostenstruktur ist da schon nicht zu vernachlässigen. Also es ist krass. Nee, ihr habt ja auch eure, ich weiß auch, wo ihr euer Lager habt. Ja. Also beziehungsweise, ja, also es ist lustig. Nee, ich habe mir das halt einfach angeguckt. Ich finde, das ist ja generell so ein Trend, dass es jetzt weggeht vom Merch und zu diesen Labels und so. Mhm. Ich bin gespannt, was passiert. Also ich finde, dafür, dass ihr eine erste Kollektion macht und so, das ist aller Anfang, ist da schwer auch, dass ihr euch findet. Weißt du, man muss sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Ich glaube, das, was Leute daran kritisieren, wo ich sie verstehen kann, ist, dass man sagt, okay, wo ist die Affinität zur Mode? Und die Story, die du gerade erzählst, ich
Also ich fühle die auch, das habe ich dir auch privat gesagt, dass du sagst, ey, du willst einfach Qualität machen, willst das für dich machen. Und dieser ganze künstlerische, modische Anspruch, das ist dann halt nochmal was anderes, weil da gibt es viele, glaube ich, 18, richtig, 19, 20, 25-Jährige. Da waren auch so viele Leute sauer irgendwie, die ihr eigenes Label haben, schon super lange und super fancy Sachen machen und dann irgendwie voll tätowiert und 5 Ringe und dann machen sie eine ultra oversized, rot-grüne Tigerstreifen-Hose, die so aufgeplüstert ist und dann so, das ist Fashion und sowas, das ist, können die auch total haben. Wenn sie dann unsere Designs sehen, dann ist das denen zu wenig, dann sagen die, das ist keine Mode, das muss jetzt hier ein brennendes Einhorn sein, was aus dem T-Shirt rauskommt und in den Kragen reingeht oder sowas. Das brauchen wir gar nicht. Also, wenn man jetzt fragt, was ist die Definition von Mode, sehen das einige Leute ganz anders. Also da waren auch richtig viele Leute, hätte ich nicht gedacht, aus der ganzen, also richtig missgönnerisch, richtig stark dagegen. Wenn du jetzt zum Beispiel aus Twitch kommst, sind andere Streamer, alles zusammen, feiern sich ultra. Aber wenn du jetzt aus dem Modelabel so, da waren ja so viele Leute, haben sich da so, waren so sauer, wobei es ja eigentlich gar nicht so großartig ist, ändert. Ich kann sie auch verstehen, dass die das jetzt, keine Ahnung, seit 10 Jahren irgendwie Designer sind und da ihr eigenes Label haben und da auch Geld verdienen oder sowas. Und dann kommen wir, die mit Mode vorher nichts am Hut hatten und haben einen wahnsinnig erfolgreichen ersten Job. Ich kann die auch verstehen, aber muss man dann die Missgunst und den Neid öffentlich machen? Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich verstehe dich, ich verstehe auch die. Das ist so, ihr wollt was machen, da sind wir wieder bei diesem Anfängerding. Du willst einen neuen Anfang machen mit einer Sache, die dir halt aufgefallen ist. Ich glaube dir auch, dass es dich interessiert. Du bist da halt auch so ein frischer Typ und dann gibt es halt Leute, die sagen, ey, ich widme mich 10 Jahre lang dieser Mode beispielsweise und mach halt nur das. Und wieso ist der jetzt so viel erfolgreicher als ich? Und das ist halt generell so eine, es ist halt diese Sache von diesen Komponenten, die zusammenkommen müssen, von Vertrieb, Produktion, halt ein Team, was du brauchst, um etwas halt traktionsmäßig hinzubekommen. Und Aufmerksamkeit zu bekommen in der Gesellschaft von heute ist halt eine schwierige Sache, ist eine kontroverse Sache. Mhm. Und das ist halt dann, ich glaube, dass diese Leute sich ungerecht, in einer ungerechten, unfairen Situation fühlen. Mhm. Aber es gibt dir nicht, also es spricht dir nicht das Recht ab, sowas anzubieten. Absolut. Es ist ja auch die Leute, die das gekauft haben. Am Ende ist es ja auch jedem selbst überlassen. Richtig. Beim ersten Job, dass man da erstmal was so durch die Reichweite das hinbekommt, dass die Leute das kaufen, das ist klar. Das haben wir jetzt so ein bisschen eingeschätzt. Das war noch deutlich drüber hinaus. Aber dass sie das erstmal kaufen, ist eine Sache. Dass sie damit dann zufrieden sind und auch beim zweiten Job sich was noch holen, das ist nochmal was ganz anderes. Wir wollen das auch halt von der Community lösen und auch international machen. Immer wieder mit verschiedenen Jobs, verschiedenen Designern zusammenarbeiten. Aber wenn die Leute einmal kaufen, ist eine Sache, aber wenn sie immer wieder kaufen, das ist halt das Schwierige zu erreichen. Da muss das Produkt einfach geil sein. Feedback war super, die Leute freuen sich. Jeder, der das sich geholt hat, ist von der Qualität, was sie haben, das beste Shirt. Das wollten wir erreichen. Die finden es geil, die sind beim nächsten Mal auch dabei. Und wir freuen uns darüber, dass die es geil finden. Die Leute haben jetzt so eine Qualität für diesen Preis, finden es auch geil. Ist ja dann eigentlich eine schöne Sache. Warum kommen dann andere Modelabels oder Designer oder Fashion-YouTuber oder sowas und sind dann da sauer? Ich meine, alle finden es geil. Ja, ich glaube, was den Leuten unangenehm ist, ist, glaube ich, dass quasi da kommen jetzt Leute, die haben damit nicht so viel zu tun, die machen ein solides Produkt, aber die fragen sich dann, okay, ich gehe doch jetzt auch nicht hin und mache eine Maus und Tastatur zum Beispiel und biete das an. Ich habe so, das passt nicht. Das ist wo ist die History von zum Beispiel dem Trimax, das zu machen? Mhm. Und ich verstehe, also ich persönlich, ich verstehe das und ich finde, ich bin eh so ein Typ. Ich sage, lass es sich entwickeln. Weißt du, was ich meine? Das, was dir gefällt, mach's einfach. Ja. Mach's das, was den Leuten gefällt, das sind die Leute. Und ich glaube auch, dass nicht jetzt der kleine Mode-YouTuber oder der kleine Fashion-Designer, der jetzt neue Dinge macht, dass du den Marktanteil wegnimmst, sondern du nimmst halt den großen Marktanteil weg. Mhm. So, Leute, also ich beispielsweise muss sagen, okay, es gibt vielleicht das ein oder andere Modehaus, was halt wirklich ad absurdum kommerzialisiert worden ist, wo ich dann sage, okay, lieber supporte ich jetzt irgendjemand Kleines oder irgendjemand anderes, anstatt zu sagen, ich schmeiß jetzt großen Leuten Geld in Rachen, weil bei euch sieht man es halt. Man sieht, okay, man sieht dich 6-mal in der Woche vor Kamera, du sagst, okay, das wird designt, das wird dies und das und dann, ey, vielleicht hast du in einem Jahr eine Vision von einer Modemarke und sagst, ey, mir sind jetzt folgende Themen übel wichtig.
das ist die Identität meiner Marke und die Leute, die das feiern, die feiern das. Mhm. Bei Ola Kalle hat das genauso gedauert, bis ich jetzt in Anführungszeichen mit Nico gemeinsam da gewisse Visionen und rote Fäden und wiederkehrende Elemente entdeckt habe. Ja? Ist ja auch ein großer Vorwurf, dass die Leute immer sagen, das ist im Endeffekt eigentlich nur eine sehr schnelle Trendaffinität, die da Leute haben. Und es ist schwierig, es ist verdammt schwierig, eine neue Sache zu meistern, wenn man halt kurz dabei ist. Deswegen, also meine persönliche Meinung ist, man muss dem Ganzen eine Chance geben, man muss euch da einfach machen lassen, euch auch einfach da ernst nehmen, aber gleichzeitig das finde ich auch gerade das Geile. Einen hohen Anspruch an euch haben, ja? Ja. Und ihr seht, was die Messlatte ist und dann einfach, weißt du, was ich meine? Dann ist es ist Competition, einfach machen, genauso wie der Boxkampf mit Mickey. Du musst trainieren, du musst gut werden. Sagst du, du gehst da boxen, ey, Ben Askren wurde ausgenockt von Jake Paul, ich hätte es nie im Leben gedacht, obwohl Ben Askren eine künstliche Hüfte hat, aber ey, Digga, so muss man sagen, hat er gemacht. Ja. Fair Game. Finde ich auch gerade das Geile. Also ich finde, wenn da so viel Hass von den Leuten oder Missgunst oder sagen, das wird eh nichts, finde ich das gerade geil. Das motiviert nochmal noch zusätzlich dazu. Ja, ich bin aber auch so den ganzen vom Gegenteil zu überzeugen. Aber das war immer so. Ich habe von Clash Royale auf Fortnite gewechselt. Also Mobile-YouTuber, das passt nicht zu dir, das darfst du nicht machen. Fortnite ist eh ein PUBG-Fake-Scheiß und weg damit, du darfst das nicht zocken, du bist mobile. Und dann hatte ich als super lange Fortnite gemacht und dann habe ich was anderes gemacht. So, ja, du bist ein Fortnite-YouTuber, du darfst jetzt das und das Story-Game nicht spielen, geh zurück zu Fortnite. Und immer wieder das Gleiche und auch immer wieder, wo andere Streamer dann hinterm Rücken schlecht geredet haben oder teilweise auch völlig öffentlich im Stream. Krass. Und wo man es denen dann immer wieder beweist. Das ist dann immer, das ist echt... Das mag ich dann im Nachhinein. Ich bin dann nicht, dass ich nochmal mit denen reden möchte oder sowas. Das reicht für mich. Ja, dass die Leute, die mich damals todesgehatet haben bei Clash Royale, als ich 20 Viewer hatte, der ist scheiße hier, und haben irgendwelche Gerüchte verbreitet, damit ich scheiße bin, damit sie bei denen wieder zuschauen. Dass ich dann Jahre später so das mit Amar so eine erfolgreiche Show wie Teammates habe, die Viewer-Rekord geknackt hat. Platz 1 weltweit, kurzzeitig 5 Tage mit den meisten Subs überhaupt war. Das ist dann Genugtuung genug. Die bekommen das mit, die sehen das. Und das wollen wir auch mit AMA Studios hinkriegen, dass die Videos, die ganzen Fashion-YouTuber und andere Designer gemacht haben, dass wir uns die nochmal in 3, 4, 5 Jahren anschauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bin ich gespannt, Alter. Also einfach Gas geben. Und ich bin auch gespannt dann, wie sich so deine Rolle in diesem ganzen Prozess dann entwickelt. Das finde ich dann auch ganz spannend. Aber ist es nicht, wo wir dann eh bei meiner Rolle sind, ist es nicht dann auch, guck mal, ich laufe seit, keine Ahnung, ab März eigentlich mit kurzer Hose rum und meinen Schrotten-Shirts. Das war fertig. Dann hatte ich keine weißen Socken, habe ich rote Socken, weil die waren in diesem Bundle mit dabei. Immer rote Socken und irgendwie weiße Schuhe. Alle immer ausgerastet. Wie kann man sich so scheiße anziehen? Ist ja maximal bescheuert. Ich gehe mal zum Sport mit Tanktop, im Sommer mit Flipflops die ganze Zeit unterwegs. Also wirklich schlechter konnte man sich nicht kleiden. Aber dann... wo wir die Klamotten hergestellt haben, wir haben das Fotoshooting gemacht, ich habe die hochgeladen und sowas und dann Leute, die mich vorher halt kannten und dann jetzt mit den Klamotten gesehen haben, was das für einen Unterschied macht, solche Klamotten einfach nur zu tragen, ist ja dann auch vielleicht eine geile Story, wo man einfach diesen Kontrast sieht. Also ich war vorher der Typ, immer nur kurze Hose, Flipflops und Tanktop und schrotte Shirts und jetzt habe ich die Klamotten an und jetzt sieht das Ganze so aus und alle haben das ultra gefeiert, wie ich die Sachen anhabe. Bro, ich glaube, das Wichtige ist, dass du dich einfach wohlfühlst. Also ich finde bei diesen Klamotten das so ETPT-mäßig zu machen, ich finde es super wichtig, dass die Leute einfach wohlfühlen. So, ich hatte als Kind auch nicht genug Cash für irgendwelche fancy Klamotten oder so. Und ich finde, ich weiß nicht, also ich finde das, auch wenn du wenn du in Shorts rumläufst, Tanktop und so, und dich fühlst wie ein Penner und dann, wenn du dich fühlst wie ein Penner, weißt du, ich meine, dann zieh was anderes an, wenn du dich besser fühlst und so. Was mich interessiert, ist, was ist die Rolle, die ein Trimax bei AMA einnimmt, wo keiner dich ersetzen kann? Also wo du sagst, okay, was dürfte nie aus deiner Hand gehen? Also was macht dich dort unaustauschbar? Also die letztendlichen, was die Designs dann sind, die Designs und die Schnitte, da war ich auch mit einigen Sachen nicht zufrieden, wo wir die dann rausgeschmissen haben. Aber auch, was ich mega gut finde, wenn du irgendwie, man kann ja auch was dazulernen. Ich fand zum Beispiel V-Ausschnitt mega nice. Ja. Ist überhaupt nicht mehr nice. Wir tragen nur wenige oder fast gar nicht mehr. Passt nicht zu dem, was man sonst trägt. Und Oversize V-Ausschnitt ist jetzt auch
schwierig und haben wir auch extra die Sachen angefordert und uns angeschaut und gesagt, ja, okay, stimmt, kann es auch vom Gegenteil überzeugt sein. Dass am Ende ein Produkt rauskommt, was ich geil finde, was ich sehr, sehr gerne trage, was ich dann auch meinen Zuschauern präsentieren kann, wo ich voll hinterstehe. Das heißt, du machst die Qualitätskontrolle? Richtig. Du bist der oberste Qualitäter? Richtig. Und wenn wir uns zusammensetzen und sagen, hier ist das geil, das ist hier nice, da können wir vielleicht noch das Armloch ein bisschen tiefer setzen und dann sieht das hier noch besser aus oder lass das den Hoodie mehr kroppen oder hier näher. Und da diskutieren wir halt wahnsinnig viel alle zusammen und da hat jeder mal geile Ideen, die er mit reingibt und jeder wird sich, kann sich dann auch von den anderen überzeugen lassen. Das ist einfach ein fließender Prozess. Interesting. Wie ist es mit so diesen kreativen Ideen, dass du quasi kommst und sagst, ey, das ist jetzt das Thema der Kollektion, wir machen jetzt das und das und das ist jetzt, wer ist so bei euch der, ich nenne es mal Kopfstratege, der Kreative, der wo sagt, ey, so, das ist das, was wir schöpfen wollen. Wir werden uns für die nächste Kollektion einen sehr geilen Designer holen. Will ich jetzt noch nicht sagen, wer das ist, aber mit dem werden wir uns dann zusammensetzen und dann halt alle wir drei. Und er zusammen wieder wahnsinnig viel anfordern. Wahnsinnig viel auch einfach, man kann ja gucken, was da ist. Bestell dir mal alle Shirts, die über 100 Euro kosten, von all den angesagten Marken, die es gerade gibt, dass du erstmal einen Eindruck bekommst, was gerade geil ist, was sind die Bestseller, was trifft gerade genau den Zahn der Zeit und daraus dann sich inspirieren lassen. Hier ist Kragen geil, hier ist das Arm geil, hier sind die Nähte nice verarbeitet, einfach irgendwie. Und da kann man dann daraus das selbst neu schöpfen. Also klar, das wird jetzt, ihr auch, man wird jetzt nicht das Rad komplett neu erfinden mit einem Shirt. Egal, wen du es zeigst. Sagst, ja, das ist auch eine philosophische Diskussion. Ja, ja. Entwickelst du vor und machst wirklich kreative Neuschöpfungen oder applizierst du? Also applizieren ist ja im Endeffekt, du bestellst jetzt alles, was es gibt, tust es auf den Tisch, das ist geil von dem, 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 das ist geil von dem. Rühren, 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 bisschen Salz und Marketing, Leute kauft. So, also wenn man es jetzt, ich tue es jetzt ad absurdum. Ich finde das Bestreben, irgendwann zu schöpfen selbst, finde ich wichtig, aber es ist in dieser Phase, in der wir uns alle befinden, ist es schwierig, komplett neu zu entwickeln, weil das sind Dinge, die dauern Jahre und es sind fließende Übergänge. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach ein kreatives Versprechen zu haben vor sich selbst, einen Anspruch vor sich selbst zu haben und zu sagen, okay, man macht es. Also ich will jetzt gar nicht viel über uns reden, weil es dann so eine, weißt du, was ich meine, weil es dann so ist, so, der hat eins, wir haben eins und das ist jetzt irgendwie so auf Ding, weil ich sehe das eigentlich ganz anders. Für mich ist es so, okay, wir sind eine, weißt du, ich meine, wir sind wie so ein Fluss, der so langsam in den Ozean fließt, alle gemeinsam. Und das sind nicht wir, die uns da bekriegen oder uns gegenseitig Marktanteil wegnehmen, sondern das sind die großen Unternehmen, die da, weißt du, kein Gesicht haben und du gar nicht weißt, was die machen. Genau, und die dann halt fünf Jahre später sagen, Öko ist übel wichtig, während ich halt sage jetzt, okay, Digga, also so, du brauchst mir gar nicht erzählen von 100% recycelbaren Polybags, weil das ist halt so, weißt du, ich kenne es nicht anders und alles andere kommt halt nicht in Frage. Ja. So, ich habe auch eine Datenbank, wo ich halt weiß ganz genau, wie viel Wasser bei jedem Stoff verbraucht wird, den wir halt haben, so mäßig. Und also so all diese Kleinigkeiten, die halt da relevant sind, das ist selbstverständlich. Bin ich voll bei dir. Ich sehe es auch nicht so, dass jetzt Ola Kala und AMA Studios jetzt irgendwie Konkurrenz sind, sondern eher eine Konkurrenz zu dem, was es sonst gibt, wo du gesagt hast, die gesichtslosen großen Marken, die einfach sich auf ihren Namen ausruhen. Selbst wenn du kostet nicht einen Pulli in deinem Leben, weißt du, ja, ich meine, ja, also genau, so, sollen doch Leute dazu, das kaufen, das was sie wollen, weißt du, ich meine, wenn ich scheiß Sachen mache, dann sollen sie es nicht kaufen, weißt du, was ich meine, also so, das Geld von Leuten, das ist hart erarbeitet und die Entscheidungen, die sie treffen, Alter, mit ihrem Geld, das... Weißt du, was ich meine? Deswegen, ich find's einfach wichtig, Alter, Dinge mit Anspruch, Herz und Liebe zu machen und dann wird das schon. Und ich bin extrem gespannt. Also für mich war es auch ein Move, wo ich gesagt habe, krass, so, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war auch so, ich habe Justins Reaktion auch geguckt, ich war so, ich bin überrascht, das macht mich gerade ein bisschen, verwirrt mich. Da habe ich da eine Reaction gesehen, habe gesagt, okay, das ist dein Anspruch, das ist deine Perspektive, wie du das siehst, so. Und Mode ist generell ein Feld mit sehr vielen Perspektiven. Glaub mir, da streiten da ist es wie, das ist wie Cain und Abel, Alter, aus der Bibel. Je ähnlicher du dir bist, desto mehr streiten die sich da. Ja? Und ansonsten ist es wie Verschwörungstheorien, je weniger Leute an eine Sache glauben, desto besser ist sie und je mehr, desto beschissener dann. Und ja, ich glaube, dass dieser Drang nach Einzigartigkeit dort, der ist hoch und deswegen glaube ich, ist dieser künstlerische Aspekt dort, der ist den Leuten heilig. Und ich glaube, dass immer wenn Kommerzialisierung in eine Form von Kunst gerät, dass dort auch zu Recht, genauso wie wir uns vorhin darüber unterhalten haben wegen FIFA,
da Leute ein schlechtes Bauchgefühl haben. Und ich glaube, dieses Kalibrieren von, weißt du, wie viel Kommerzialität, wie viel Anspruch, welches Statement, welche Ansprüche kommen da aufeinander. Und das ist dann das, was, wo man für viele verschiedene Leute Dinge macht. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass ich extrem krass pissen muss gerade. Ich fasse die Hose pisst die ganze Zeit. Ja, Bro, nee, aber interessant auf jeden Fall. Ich find's sehr interessant. Ich find's sehr interessant. Also ich hab's auch Amar gesagt. Ich finde generell dieses Haten ist schade, weil YouTuber immer irgendwas Neues machen und ich finde, dass es unterstützt gehört, weil du stehst mit deinem Gesicht in der Öffentlichkeit. Weißt du, was ich meine? Und Digga, du hast kein Modedesign-Studium absolviert. Heißt es, dass du es nicht machen darfst? Naja. Nein. Weißt du, was ich meine? Darfst es machen, Digga. Ja. Darfst es machen. Wir wurden ausgelacht am Anfang, wir wurden belächelt und heute arbeiten hier von Textiltechnologen über Modedesigner, über Sourcing Agents, über, also, weißt du, was ich meine? Wir haben fucking Labor jetzt hier, was wir uns reinbauen, wo auch andere Modelabels nicht haben, weil wir es halt extrem ernst nehmen. Und das ist eine Sache, die sich entwickeln kann, weißt du, was ich meine? Dann habt ihr das in einem Jahr auch, so Gott möchte, und einfach ihr Gas gibt, Digga, und gute Sachen macht. Mhm. Du machst Top-Content, Digga, ihr macht da ordentliche Sachen. Und wenn ihr was Neues machen wollt, euch in einer neuen Sache ausprobieren wollt, dann finde ich immer schön zu sagen, ey, das ist inspirierend, weil es auch andere Leute dazu inspiriert, was zu machen. Absolut. Und ich finde eine Landschaft sehr viel größer, in der viel mehr Kreativität herrscht, eine viel größere Vielfalt herrscht, man sich gegenseitig unterstützt, genauso wie YouTube früher, Alter, weißt du, wo sich alle Leute bekriegt haben, gedacht haben, jetzt guckt der dem seinen Stream, dafür guckt er nicht meinen Stream, der ist jetzt cooler als ich. Ja, ja. Und dann hasst man sich gegenseitig, nein, Digga, ist doch schön, wenn ich kein Konzeptvideos gucke und sehe, wie du auf den reagierst, der reagiert auf den, ihr seid miteinander cool, ihr redet auf dem Discord miteinander, ihr mögt euch. Das ist für mich als Zuschauer sowas Schönes, Digga, wirklich. Ja, ja. Weißt du? Und ich finde, dass die Welt davon sehr viel mehr braucht und ich finde, es ist einfach, euch jetzt zu judgen sehr schnell mit irgendwelchen Dingen, aber ey, ihr habt, das war erfolgreich, die Qualität ist ordentlich. Ey, Digga, unsere erste Kollektion war viel, viel schlechter. Also, wenn ich es jetzt angucke von Produktionsstandort und was auch immer so. Ich stehe natürlich dahinter, ich stehe auch zu meinen Anfängen hinter allem, aber ey, guck dir meine ersten YouTube-Videos an. Weißt du, was ich meine, Digga? Es war in meinem Kinderzimmer, wo hinten die Decke voll gesifft war, weil halt man es halt nicht hat. Ja. Und lasst die Leute sich entwickeln. Also auch an euch. Weil wenn ihr Leute judgt, die was Neues machen, dann hemmt euch das auch selbst, irgendwas zu machen, weil ihr selber denkt, ey, ihr würdet euch selber judgen, wenn ihr was Neues macht. Deswegen kann ich nur sagen, ey, sucht euch einen Anspruch raus, seid da faithful, nimmt das ernst, nimmt eine Sache, zielt da drauf und gebt richtig Gas, Digga. Fick das, macht das. Gebt Gas, macht. Genauso. Und das kann man von Max lernen. Hartnäckigkeit, Konstanz, ein Anfänger zu sein in Dingen, egal was es ist, egal wie viele Leute einem Shit geben und einfach weitermachen. Und das ist eine richtig, richtig wertvolle Lektion von diesem jungen Mann, die ihr live sehen könnt, 6-mal die Woche. Und das kann man belächeln, aber ich sag's euch, ich habe richtig, richtig großen Respekt davor. Und ich kann euch nur sagen, da könnt ihr für euch selbst sehr, sehr viel lernen. Sehr, sehr viele Leute können sich von dieser Hartnäckigkeit und Konstanz was abgucken. Das ist mein voller Ernst. Danke, danke. Nicht zu danken, wirklich. Das ist eine sehr, sehr krasse Eigenschaft, Digga. Also ich habe krassen Respekt davor. Das hört man sehr gern, gerade von dir, danke. Nee, wirklich, das ist gut. Und ich bin gespannt, Digga, dann auf Mickey und dich. Oh ja. Ich würde das auch Tipp drauf abgeben. Ich glaube, dass Mickey es schwer haben wird. Der ist ja auch kleiner als du, ne? 1,87 ist er, ich bin 1,93. Ja. Was sagst du? Ja, du? Keine Chance. Wer? Mickey. Also, Maverick sagt, der hat keine Chance. Sauber. Die Kids-Geschichten. Nee, das ist top. Ey, Bro, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Wirklich, es hat mich unnormal gefreut. Es tut mir leid, dass ich bin noch so ein bisschen läsch von Corona. Ich bin noch erst mich am Erholen und ich bin noch ein bisschen lätschig. Alles gut. Aber ich hoffe, dass okay war. Absolut. Ey, vielen Dank. Ey, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was sagt man normalerweise? Was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt am Ende, Max? Tschüss. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Nochmal jetzt zu Blinkist. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, auch 7 Tage das Ganze kostenlos zu testen, um euch selbst zu überzeugen von den über 3500 Büchern, euch ein paar Zusammenfassungen zu geben. Ihr kriegt auch jeden Monat kommen 40 neue Blinks dazu. Also ein Blink ist quasi eine 15-Minuten-Zusammenfassung von einem Buch. Das heißt, das Ganze wächst auch immer, diese Bibliothek. Unten in der Beschreibung ist der Link. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat und vielen, vielen Dank an Blinkist. Ja, also es ist sehr, sehr cool. Hier sind einige Leute, die Videos auch schneiden. Wir haben heute am Samstag das Video aufgenommen, morgen kommt es online. Auch das ganze Equipment und so, also vielen Dank dafür. Das sind so Dinge. Ihr merkt es hoffentlich auch, dass die Qualität immer besser wird.
Und wir haben auch den Raum hier umgebaut und so. Ja, also seid euch auch sicher, dass wir keinen Unfug mit dem Geld anstellen. Wir wollen ordentliche Qualität liefern. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich war ein wenig krank. Ich hatte Corona und ich war einen Monat in Quarantäne, weil ich am Anfang keinen positiven Test hatte. Aber ich war mir relativ sicher, dass ich es habe. Und dann, als meine Quarantäne vorbeigegangen ist und ich die ganze Zeit in Quarantäne war, habe ich mich nochmal testen lassen. Und was war? Ich hatte Corona. Es war beim Vorbeigehen, aber dann sicherheitsweise nochmal 2 Wochen daheim gewesen. Und deswegen war es für mich unmöglich, Podcasts zu machen. Jetzt werde ich langsam immer fitter. Und dann können wir auch wieder wöchentlich unsere Podcasts hier abhalten. Freunde, vielen Dank fürs Unterstützen. Wirklich Real Talk. Falls euch gefallen hat, ihr kennt den Drill, Digga. Daumen nach oben, abonnieren, weiß der Geier was. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Aber ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ist halt so ein Format, was auf YouTube für mich unterrepräsentiert ist. Und ihr wisst es, ich bin immer Freund von, wenn Leute sagen, Leute haben Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, dann lasst uns den Leuten zeigen, dass es nicht so ist. Beziehungsweise bei uns nicht. Also, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.